Scheiße. Ja, das passiert, wenn man halt nicht aufpasst. Ich habe gedacht, dass die Blöcke das vielleicht noch halten, aber... Ja, notfalls kann ich mich halt schlafen legen. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Ja, wie ist der denn abgefallen? Einfach nur zur Hälfte. Scheiße, Mann, ey. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich kann da ja jetzt wieder nicht hinspringen, weil ich da ja mir oben gleich den Kopf stoße. So ein Kack, Mann. Und ich habe das, glaube ich, heute Marco 30 Mal erzählt, dass er aufpassen soll, dass da unten drunter bloß ein Betonblock ist. Kennt ihr das, wenn ihr im Auto sitzt, geile Mucke hört und ihr sitzt auf dem Beifahrersitz und ihr fahrt an anderen Autos vorbei, wenn ihr sie überholt und du rennst quasi, überholst sie beim Rennen? Ich habe übrigens gehört, dass meine Ma damals was mit dem Typen von Bombfunk MCs was hatte. Aber ich glaube das nicht. Crazy Ape, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hör auf! Wo ist er? Wo bist du, Penner? Habt ihr noch Platz im Disco für ein kleines Hasi? Ja. Mia Lotta. Oh. Das ist so. Oh, gefällt der liebe Name so. Mia Lotta. Ne? Gutes Elternhaus. Pferd. Ne? Gut behütet. Wahrscheinlich auch irgendwie Klavierunterricht, Geige und so. Und dann. 666. Ich scheiß auf alles. Ich scheiß auf alles, was dieser Name impliziert. Habe ich auch so gemacht. Heißt du Johannes? Boah. Ach, diese scheiß Beam-Sniper, ne, Leute? Ätzend. Bröselschrauben oder Brösels Frames an die Wand. Ja, ich muss sowieso eigentlich in Reihe bauen. Hä, was hat Max mir denn geschickt? Hier der Track. Achso, der hat mir den Namen geschickt. Ich wollte sagen, wo ist denn der Link? Alles klar. Irgendjemand hat hier heftige Atmung. Ja, moin. Hasi, moin. Ja, was geht? Moin, moin. Du verrückter, ey, Stengi. Guten Tag. Warum? Guten Tag zusammen. I love it. Ja. Ich hab mein Multi reingehauen für dich auch. Oh ja, dann können die Mats mal gucken, was ich hier kann. Ändert mal den Multi, liebe Leute. Ja, genau. Ich habe ganz schön lange Haare gekriegt jetzt in den letzten Wochen, Twitch. Aber steht dir, ehrlich, steht dir. Ja, kann man das sehen? Voll sexy. Ich meinte jetzt nicht die anderen Haare, nee, nee. Nee, da sind auch keine, da sind auch keine. Das mache ich immer, ganz gewürzt. Nee, habe ich diesmal tatsächlich nicht. Es gibt ja so einen Trick, ne, wenn du halt so lange wach bist und das weißt und so. Und normalerweise hat man ja wahrscheinlich so ganz schön große Eier, schon mittlerweile auch in unserem Alter. Aber dann... Ne? Dann ziehen die sich so zusammen, dass das der beste Moment ist, um sich halt zu rasieren, weil da musst du nur dreimal ansetzen und dann bist du durch. Ach, dreimal. Ja, also, höchstens. Hier, sag mal, du schöner Prinz, hast du die Uhrzeit auf dem Schirm, ja? Ja, 15.09 Uhr. Ja, gut. Wenn du mich hier die ganze Zeit ärgerst, komme ich auch nicht weiter nach oben, Junge. Hä? Ich bin gerade erst angekommen hier.
Ah, um mich zu ärgern. Du bist ein Millionär? Okay. Ach so, mit dem Twitch-Bot. Glückwunsch. Hey, und der Edding, der steht hier auch echt gut. Ja, geil, ne? Mhm. Wollte ich immer schon mal machen, aber ich hatte nie einen Edding parat. Ja. Aber echt, was geht? Den krieg ich bestimmt die nächsten 5 Wochen nicht ab. Oh, ist ein Nagler-Kennenlerner am Bus. Ist auch nicht so schlimm, ich verlasse ja eh nicht das Haus. Ne? Hab ich irgendwas so verpasst? Viel. Aber nee. Es ist kein Corona oder so, ne? Nein. Also ich mag allgemein nicht mehr so gerne rausgehen. Ich hab auch über Corona die ganze Zeit, in den 2 Jahren war ich nicht einkaufen oder so. Also. Mhm. Aber jetzt muss ich ja, weil Aline ist ja nicht da. Jetzt muss ich ja alles wieder lernen. Ja, der ist ja in der Meisterschule, ne? Ja. Mhm. Mann, ey, das ist vielleicht. Ja, jetzt die Heißluftfritteuse funktioniert. Ja, momentan ist es ja auch, weil ich nicht arbeiten gehe, dass ich halt auch nicht mehr so viel Geld übrig habe. Das heißt, als meine Boxershorts zu Ende waren, da konnte ich mir keine neuen bestellen, sondern musste sie waschen. Ja. Ganz schlimm, echt. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Oh Mann. Gut. Ausgeschlafen. Ja, schön für dich. Ja. Heute Morgen, wo ich da kurz mal wach wurde, bin ich da rein bei dir. Und dann habe ich mich bei dir im Log nochmal rumgedreht. Ja, mein Chip kann auch mal erzählen, war, ne? Genau. Sehr witzig. Du bist echt perfekt zum Einschlafen. Ohne Scheiß. Also danke. Ohne Witz, heute Morgen hast du auf jeden Fall dafür gesorgt, Chip, dass keiner umschaltet bei mir. Ist so. Nee, sehr gut. Ist so. Also Munition habe ich auf jeden Fall wie du jetzt gemacht, dann komme ich gleich rüber zur Horde, ne? Jupp. Stanny versus Einkaufen. Ja, also ich habe echt ein paar Sachen gelernt jetzt. Aber ich denke, das ist gar nicht so unnormal. Ich mache das ja auch nicht mehr mit dem Einkaufen. Ich bestelle mir immer. Ich habe da so eine Plattform gefunden, MyTime heißt die. Und die liefert überall hin, auch an den Arsch der Welt. Ach so, und günstig. Okay. Also, alles meinst du bestellst du ja, tatsächlich? Ja, alles. Getränke, okay. Kühlschrank, Kühltruhe, frisches, also Gemüse okay. Und Kram, alles. Also und normale Preise. Also ja noch einkaufen, ne? Also wir bestellen ja auch sehr viel im Netz, aber ja. Du kriegst da alles, also, wirklich, auch hier Rewe-Marken, alles mögliche kriegst du da. Natürlich auch von der günstigen Marke, die haben, also MyTime selber. Jeden Tag heißt die, glaube ich. Und ich finde, für mich jetzt so vom Lieferservice her, sind die in Ordnung. Na, klar, ab und an geht mal was kaputt, wie ein Pudding oder, ne? Aber, ja, scheiß drauf. Pudding kaputt? Ach ja, so, wenn die da liefern. Paket rumwerfen, klar. Ne, kann ja schon mal passieren. Kennt ihr diese Knorr-Suppen, die sind in so Glasflaschen? Ne, in Glasflaschen hat's noch keine. Da gibt's Knorr-Karotte, Knorr... Tomatensuppe und so. Schmeckt eigentlich ganz gut. Ne, habe ich mir von Amazon liefern lassen. 2-mal hintereinander Gläser kaputt, ne? Und dann irgendwie bei Amazon, wie soll ich das jetzt machen? Hello, ich kann das ja jetzt schlecht zurückschicken, ne? Also es war schon richtig durchweicht. Ja. Ja. Das ist scheiße, ja. Nee, kann ich dir nur empfehlen. Guck mal danach, die haben ja auch alles Mögliche. Auch, Ach, ich bin aber so faul, Mann. Ich kann doch nicht jetzt auch noch hier mein Essen hier so umbestellen. So warum schlimm. Nicht, Mann? Überleg doch mal, du brauchst keine Flaschen mehr schleppen. Ja, du kannst dir da Getränke bestellen. Sogar heller Wasser und so einen Scheiß haben die. Alkohol und. Die haben einfach alles. Gut, Wasser trinke ich ja ganz bestimmt, deswegen Sodbrennen. Also so ein teureres Wasser. Aber vielleicht haben sie das ja auch. Du kriegst von Wasser Sodbrennen? Nee, ich trinke Wasser, damit ich keinen Sodbrennen habe. Ach so, okay. Also es ist so teures Wasser mit mehr Mineralien. Das mag auch kein Mensch, weil es halt irgendwie ein bisschen anders schmeckt. Ja, ja okay. Gestern auch, Riesenschock. Ne? Wir haben hier noch 3 Rollen Klopapier. Da wusste ich jetzt nicht, wie mein Schokobrunnen reagieren wird. Also mein Morse jetzt auf die ganze Sache hier. Mhm. Da gucke ich bei Amazon, will Klopapier bestellen. 3 Wochen Lieferzeit. Oh, lol. Vorgestern. Weißt du, was ist denn da los? Haben sie wieder überall in Deutschland alles weggeräumt? Das habe ich bei Amazon noch nie gehabt. Ja, ganz schlimm. Dann wollte ich noch einkaufen fahren, nachdem ich Aline zum Bahnhof gebracht habe. Und dann habe ich aber gedacht, ich gucke noch einmal nach. Und dann habe ich halt noch anderes Klopapier halt bestellt. Ja. Das ist nur heute Freitag, kommt heute irgendwann. Ja, tu dir selber einen Gefallen, guck mal da bei MyTime rein. Die liefern echt überall.
Die haben auch Klopapier, verschiedene Sorten, Größen, alles. Ja. Okay. Das kannst du dir natürlich auch als Abo machen oder so. Ne? Ich hatte mal bei OnSet erst ein Abo, einmal im Monat in Boxershorts. Die haben mir aber überhaupt nicht gefallen. Ne? Also die würde ich echt, ne, wenn einer Interesse hat, ich weiß ja nicht, ob die eine von euch ist, unter den Zuschauern, der so geil auf mich ist, dass er sich über meine Boxershorts freuen würde. Ich weiß nicht, welche ich davon getragen habe und welche nicht, ist auch egal. Ne, aber bevor ich die halt wegschmeiße oder so, habe ich halt irgendwann abbestellt. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt oder habe es immer vergessen und habe bestimmt irgendwie 8 Stück davon, die ich halt doof finde. Die trage ich nicht. Die würde ich auch nicht tragen, wenn ich nichts mehr hätte und alle schon auf links gedreht hätte. Ja, mal Jumi, gar keine tragen. Ja, weiß ich auch nicht. Gar keine tragen. Dann sitze ich hier oder was? Ja, das war halt doch irgendwie so der Vorteil vom Arbeiten. Ne? Da konnte man sich auch mal eine Boxershorts bestellen, wenn es nicht zum Waschen gereicht hat. Aber dafür kann ich jetzt halt zu Hause sein. Da kann man auch mal auf eine Boxershorts verzichten. Oder Wäsche waschen. Wäsche waschen. Das macht man auch nicht mehr selber. Da gibt es jetzt so Waschmaschinen. Ja, meine ich ja. Habe ich ja benutzt. Was kann ich denn jetzt hier noch? Ich bin jetzt nicht zum Bach gegangen und habe da die Wäsche geschrubbelt. Das habe ich nicht. So. So, ja, hast du jetzt alles? Ja, ich kann wieder nicht einsteigen. Was ist das für ein Zeug? Wo ist die geile Mucke hin? Wir lassen es jetzt mal ein ganz, ganz bisschen ruhiger angehen, weil wir gleich Horde haben. Und dann ziehen wir gleich irgendwann wieder durch. Also, sie. Im Übrigen, du hast das Lenkrad in der Hand, gut, gell? Wieso das denn? Dann gebe ich dir das jetzt wieder. Hey, wieso habe ich das Lenkrad in der Hand? Ja, weil du auf dem Fahrersitz gesprungen bist. Ich dachte, das wäre ein englisches Auto. Bibi, ich sehe ganz schön fertig aus. Ja, woran das wohl liegt? An der Beleuchtung natürlich. Er steigt ein. Wo fahren wir überhaupt hin? Vorarbeiter. Was? 5,1 Kilometer? Kannst du mir dich unten an die Kufen vom Gyrocopter hängen und dann... Warte, ich muss mal eben kurz was gucken. Ja, na hoffentlich fliege ich nicht wieder unterwegs raus. Hä? Wo haben wir denn jetzt? 16:38. Hä, aber ich war doch schon mal da, oder nicht? Das Hasi. Was denn, wo denn? Ja, da wo du stehst. Oh Gott, Vorarbeiter ist im Arsch der Welt. Ganze Kartenumrundung. Und bist du bei mir, oder was? Ich glaube, wenn wir oben lang fahren, weil die Erde ist ja rund, sind wir schneller da, als wenn wir unten lang fahren. Hier geht ja überhaupt gar keine Straße hin. Doch, durch die Stadt, da könnte eine gehen. Also wir fahren dann hier lang. Richtung. Ja, aber da merkt man sofort wieder, dass du noch nie dahin gefahren bist. Ich habe 2 Horden da gemacht und bei der einen stand ich da ja schon. Warte, ich gehe schnell mal A. Was? Du gehst schnell A? Hab ich auch verstanden. Ja, ich stell dich doch im Busch hin. Gyrocopter, Tobi, ist voll langweilig geworden. Das ist, der Gyrocopter fällt jetzt runter. Damals ist er doch oben geblieben. Das war viel geiler. Und Vorarbeiter, vielen, vielen Dank nochmal fürs Auto, ne? Ja, ich danke für die Rettung damals. Ich war nicht so gesprächig, ich muss hier die Base jetzt noch fertig machen. Ich habe die vergrößert und es hat sich doch alles länger gedauert und ja. Alles gut. Ich habe 1000 Nachrichten auf dem Handy, wo ich denn bin. Oh, verschollen. Wo ich denn bin. Vorarbeiter hängt in der Base fest. Yeah. Nächsten Tag, ey, was, hä? Was ist da los? Ja, ich hab gedacht, ich brauche eine größere Fläche zum Drehen. Drehen kann man auf der kleinsten Fläche.
Ja, aber einfacher ist es, ne? Ich habe letztens Filter ein Video Zigaretten, gesehen, klar. Wo eine Schlucht ist, wo eine Schlucht ist und da ein Auto, also das kann man gar nicht erklären. Du hättest nie gedacht, dass es da schafft zu drehen oder dass sich das überhaupt jemand traut. Ich war der Erste unserer Gruppe, der es hinbekommen hat, das Kackteil unfallfrei zu fliegen. Echt? Also bei mir war das ganz damals, ja, auch wenn ich halt länger wach war, da habe ich halt öfter auch schon mal die falsche Taste gedrückt. Und es war halt damals noch in der A18 so, dass der halt nicht mehr drunter gefallen ist, sondern ich habe keine Muni mitgenommen, ich flipp aus. Naja, gut, ich glaube, ich habe aber auch nicht wirklich viel Muni. Ist auch egal. Ja, da bin ich aus Versehen ausgestiegen. Das Ding steht halt in der Luft. Auf der Karte waren übrigens auch überall immer Frames nach oben geballert. Und da konntest du mal sehen, wo die Leute runter abgestürzt sind. Und der war so hoch, als ich runtergefallen bin, dass ich da nicht rankommen konnte. Weil der eine höhere Höhe hatte, als man in dem Spiel kommen kann. Ich konnte den erst wiederkriegen, als ich das gelevelt hatte, höher zu springen. Bei Rust Enduro ist aber ja geil. Hallo, streamt einer von euch auch gerade? Ja. Hasi auch, oder? Ja, natürlich. Ja, die Frage ist, wer streamt nicht? Ja. Ich. Ja. Ja, aber du würdest dich trotzdem über Follower freuen. Apropos Follower. Stengi, hast du das jetzt letzten Tage auch gehabt hier mit diesem Follower-Bot? Ich habe ja gesagt, was? Wenn ich 1000 Follower zusammen habe, dann mache ich hier so ein Mega-Event, ne? Da war ich, 52 Follower fehlten noch. Und dann auf einmal ging er bam, und dann Follower, Follower, Follower. Ich muss den Ton ausstellen, weil nonstop welche reinkamen. Und genau bis krass, 1000. Ja. Genau bis 1000. Ich dachte, darf nicht wahr sein, ey. Da hat dich jemand gehört. Gebottet wurde ich schon öfter. Oh, Pizza Panda, danke für den Follower. Hatte aber eigentlich echt immer Glück. Pizza Panda live, danke dir für den Follower. Ja, das ist mir jetzt auch das erste Mal passiert. Warte mal. Also das fand ich so komisch, genau weil ich sagte, ja, wenn ich 1000 voll habe, dann, ne? Ja, da kann man auch eine Story erzählen. Weißt du noch, Tim, wo du kurz vor, war das 500, wo du darauf gewartet hast und dann ist einfach nicht weitergesprungen? Da kamen 3 dazu und 2 gingen wieder weg. Echt? Oder eher andersrum, 2 kamen dazu, 3 gingen weg. Ja, das hat ein paar Wochen gedauert. Jetzt das war echt schräg. Bei 600 dann irgendwie auch nochmal. Jetzt habe ich 900 nach 4 Jahren. Was man von Twitch nehmen kann, dass man da aussortiert? Der Commander Root, so der Chefbot quasi. Ja, ja, Der hat eine Webseite, wo es einige Tools dafür gibt, ja. Ah, okay. Da gibt's auch, da gab es doch diesen Happy. Da gab es so einen ganz komischen Bot. Immer mit Happy irgendwas. Wo zig Accounts mit demselben Namen auftauchten. Da müsste ich mal in meiner Twitter-Timeline gucken. Und ja, da hat er so einen extra Alarm für eingerichtet. Da kannst du du kannst Bots quasi da melden. Und dann gibt es auch so eine Blacklist, die du nutzen kannst. Kannst sie aber eben auch selber. Ja, der Sachse, der hatte mir mal so eine Seite geschickt, da kann man dann halt auch nachgucken, ne? Aber das muss man halt alles per Hand machen, die dann aussortieren, ne? Ja, du musst sie quasi melden, ja. Ja, aussortieren auch. Du löscht quasi die seit der Uhrzeit oder seit dem Namen, Mann, meine Haare, alle. Also Joe hat das nochmal richtig schlimm gehabt. Ich glaube, der hatte mal irgendwie richtig mit 800 Followern oder so. Ah, hier, der DJ sagt auch gerade, er hatte schon mal mit dem Support geschrieben, dass man sich da nicht weiter drum kümmern muss. Ja. Also das machen die halt von sich aus. Nee, die verlassen sich, glaube ich, auch auf Commander Root. Das ist, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit dem Internet auskennt, aber früher gab es zum Beispiel für die Browser sogenannte Host-Dateien. Und da konntest du halt sagen. Browser, der Prinzessin Peach immer entführt. Da kannst du dann, oder konntest du, das gibt's gar nicht mehr, da konntest du dann Webseiten eintragen, die dein Browser nicht aufrufen soll.
Wie X-Hamster. Sowieso. Nee, was? X-Hamster? Alle voll auf X-Hamster hängen geblieben jetzt. Da jetzt war ich schon gar nicht drauf, X-Hamster. Ich ja, soll's ja nicht. Kannst du Betty Elf lieb grüßen? Bierchen. Einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Tag. Und danke für alles. So, wie viel Munition habe ich jetzt? 1500. Hoffentlich reicht das. 1500. Ja, mir ist doch halt. Ich habe jetzt die ganze Zeit gefarmt, gemacht, getan. Jetzt habe ich 1500. 7,6er. Aber das geht ja so langsam hier. Ja, das wird eng. Zum Glück seid ihr noch da. Ich habe gar keine Muni. Ich steh was? Nur da. Ich bin gerade mit den Ärmsten der Ärmsten auf dem Server. Ja, natürlich. Ich habe ein paar Schuss zu Hause, aber die habe ich jetzt vergessen. Und das Geilste ist sowieso, ich habe fast nur Schrot und meine Schrot, die hat überhaupt keine Reichweite. Ja, ne, Schrotflinte kannst du vergessen. Aber ihr habt ja Möglichkeiten, Waffen zu bauen. Tim, kommst du eigentlich noch on zur Horde? Oder müsstest du jetzt ziemlich direkt onkommen und runterfahren? Ich weiß. Okay. Ein bisschen Schrotmuni habe ich noch, kann ich hier mitbringen, aber. Nee, ich brauche ja keine halt Schrotmuni, weil ja, nützt ja, nicht viel. Verlieren überhaupt nichts. Da kann ich besser einen Kopf werfen als schießen. Ja, Steine. Schrotmuni ist nicht verkehrt, ein bisschen für die Geschütztürme ruhig noch. Ja, bringe ich meine beziehungsweise mit. Beziehungsweise ganz normale 9mm Munition, wenn du die sonst nicht brauchst. 9mm habe ich nicht viel. Kann ich die bei dir im Chat posten, indem ich irgendwie mit OBS immer noch dran bin? Meinst du mich, Tim, oder was? Den Stengert. Ach so. Was meinst du denn? Hier, das die Commander Roots Bot Hilfe Tools. Also ich sehe aus so ein bisschen wie die Lilo aus der Sesamstraße. Ah, der Rossi, ja moin. Ja, und jetzt? Was ist jetzt der Link dafür? Wieso gibst du den Hasi denn nicht? Ich dachte, Hasi guckt auch zu. Ja. Lieber gerade auch. Ich gucke. Mal meine Haare, ich muss sie gleich irgendwie richtig machen. Okay. Ja, Joe, der hat es auch mal gehabt und zwar richtig krass. Und aber der hat da direkt drauf richtig reagiert, hat bis zu dem Zeitpunkt gelöscht. Also ich wäre wieder voll in Panik geraten, angefangen zu heulen. Danke, Mia. Hallo Ossi, grüß dich. Na, wie war dein Stream? Ah, warte, ich muss gleich eben Tesa Power Scripts holen. Die Perücke, die wackelt zu viel. Mann, jetzt habe ich es tatsächlich eben geschafft, mein Inventar mal leer zu machen, was ich sonst nie mache. Und dann vergesse ich, Munition mitzunehmen. Also war es ja völlig umsonst, dass ich mein Inventar leer gemacht habe. Grüß dich, Holzwurz. Was gibt's gerade? Was hat Joe gemacht? Der hatte mal eine richtig heftige Attacke. Muss ich mal fragen, wie viele. Ich meine, dass das echt zwischen 600 und 800 waren. Ja, ich meine aber auch bis 600 bis 800, meine ich. Ich weiß es nicht mehr genau, muss ich mal fragen, aber richtig krass. Aber er hat total cool reagiert, hat durchlaufen lassen und hat dann quasi die Follows direkt gelöscht bis zu dem und dem Zeitpunkt, wo es halt angefangen hat. Und hat dann gesagt im Chat, alle, die dann jetzt danach gefollowt haben, die sollen dann halt eben nochmal eine Follow da lassen. Ah, okay. Das, ist echt das ätzend, war jetzt ne, aber sowas. Auch in letzter Zeit schon häufiger jetzt wieder, gell? Habe ich so gesehen. Also bei mir jetzt nicht. Ich hatte eine Zeit lang, wo das so 1,5 Wochen echt schlimm war. Jeden Morgen, wo ich angefangen bin. Aber schlimm in der Hinsicht, also es waren immer 20, 25, ne? Jetzt nicht so richtig krass. Nee, ich habe das halt so bei anderen so gesehen und da waren es immer so an die 70, 80. Also. Ja, ich habe 55, 56 oder so kam genau, rein. Und Sekuya. Und komischerweise, derjenige bleibt ja dann auch scheinbar im Chat, weil der eine hatte sich dann so aufgeregt, so, gell, das war zu Ende. Und da meinte er so, überhaupt gar keine Beachtung schenken, bla bla bla, und hat darüber halt so gesprochen und auf einmal kam gleich dann der nächste.
Du Scheiße. Ja, ich meine, die Leute, die sowas machen, die wollen ja eine Reaktion von dir. Deswegen machen sie das, ne? Ganz klar. Naja, ich habe dann einfach den Ton ausgeschaltet und hab da durchlaufen lassen, ne? Was soll ich denn sonst machen? War natürlich ärgerlich, ne? Weil ich halt drauf warte mit den 1000 Followern. Gucken, was da vorne ist. Dass wir da Party hart machen können, aber so ist natürlich kacke. Ich habe damals bei meinem ersten oder bei unserem ersten Lego-Stream, da hatten der Divo, ein Kumpel von mir, der hatte mich gefragt, ob er mich bei einem Gewinnspiel mit angeben kann, wo er halt was verlost hat. Den Maus. Ein Schwuler oder so war das, oder Maus, genau. Ja, und dann müssen die Leute verschiedene Sachen erledigen. Zum Beispiel bei mir einen Follow dalassen. Mhm. 600 Follows. Ja, 600 Follows. Ich weiß nicht mehr, man kann das ja nachgucken. 600 Follows und du hast ja nichts davon. Hast nee, überhaupt davon. Nicht. Nee, überhaupt nicht. War total eben. Man hat sich erst gefreut, aber dann hast du irgendwann hast du dann halt gemerkt, oh, das ist. Ne? Ja. Die sind gar nicht da. Ja. Ich meine, gut, die haben sich dann auch relativ schnell so wieder verabschiedet, was war aber trotzdem irgendwie traurig, weil da hast du die ganze Zeit gar keinen Fortschritt gehabt. Ja, das ist echt blöd. Oder mit Dying Light, wo jetzt so viele da waren. Ja. Ne? Sind oh, jetzt Mann. Alle weg, ne? Ja, ja, das ist ja sofort eingebrochen und dann die Leute alle, ich so, ihr braucht kein Follow dazulassen, um halt die Drops zu kriegen. Ja. Nee, wir wollen auch so zu gucken, wir wollen auch so zu gucken. Ja, ja. Nur halt nicht bei dir. Ja, genau. Das ist ja Blödsinn, ja. Genau, Sekuya Geet, das ist die Seite. Genau, das war's. Geet. Ja, mal ausprobieren, ne? Aber es war halt scheiße, das bringt dir halt nichts. Das ist genauso wie wenn einer sich da Follows kauft. Was? Warum? Warum? Es ist doch sowieso viel geiler. Jetzt sag mal, du hast 100 Follower und 150 Zuschauer ist doch geiler, als wenn du 500.000 Follower hast und 2 Zuschauer. Na klar. Das ist es ja gerade. Das ist es gerade. Deswegen hat es mich ja schon geärgert, aber ich hab's halt nicht so, ne? Rausgehauen, sag ich mal. Ja, so Ziele erreichen, wenn man es dann erstmal will, wird es halt immer schwierig. 19:08 Uhr. Ein bisschen Zeit haben wir noch für Munition. Ich bin hier nur noch am Farmen. Ich habe schon ganz oft gehabt, ne, ich mache ja, hau da mal ab und zu mal was raus, wenn irgendwie was erreicht wird jetzt an Follows oder so. Ja, das ist ein ganz Stückchen Hasi, ne? Das ist die Hordenbase hier im Zerstörten, nicht oben bei uns an der Basis. Was? Ja, du solltest losfahren. Okay. Erhöhe deine Chance, wenn du mir bei Twitter, Twitch, Insta, Facebook, OnlyFans folgst und mir Fußfoto schickst. Manche bleiben auch nach dem Drop. Ja, natürlich, manche bleiben. Zwinker, zwinker. Das stimmt. Hoffentlich reicht mein Benzin. Sonst eine Ranch mit, machst du ein, zwei Autos. Klein im Notfall, dann langt's auf jeden. Ja. Ich meine, über 500 Zuschauer. Den hat er da Platz zum Schlafsack legen? Weil sonst wache ich ja zu Hause auf, wenn ich da die Hunde gehe. Du solltest ja eigentlich nicht sterben. Du kannst hier einen Schlafsack legen, aber dann außerhalb von der Hordenbase. Hier innen drin ist nicht wirklich viel Platz momentan. Okay, ich mache mich mal auf den Weg. Alles und so. Ich teile dir mal, weil das ja, bitte. Ist und du musst ab da der Straße folgen. 6,6 Kilometer. Muskulos, das stimmt schon, ne? Aber zwar halt, wenn du ihn droppst. Uff, Junge. Also... Bei der Vieh habe ich mich drüber gefreut. Das war halt viel mit Drops. Also die Drops-Spiele laufen sowieso dann immer sehr gut. Aber ich hatte das Spiel ja sowieso gespielt. Ich wollte es ja auch spielen. Ja, also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, seit New World, wo wir das allererste Mal ohne Raid auf über 100 Zuschauer gekommen sind letztes Jahr, also bei meinem ersten Sabaton quasi. Ne, aber Ashrun, ey. Der hat mir ein Mod von einem anderen größeren Streamer Piraten, mach doch mal öfter neue Spiele. Ja, versuch das mal. Und dann habe ich halt angefangen, halt zu Release oder halt Betas immer zu spielen. Und ich sag jetzt mal, allein, Back 4 Blood hat über 150 Leute. Dann hier, dann da. Natürlich ist das auch relativ teuer und du musst halt planen und so. Und richtig planen kannst du. Ich habe zum Beispiel auch gedacht, dass Horizon Zero Dawn. Horizon Forbidden West als Exklusivtitel, was sowieso dann mehr Leute eigentlich gucken, dass das voll einschlägt und ich bin mit dem Titel nicht einmal auf über 100 gekommen bei Release.
So, dankeschön. Boah, Alter, wenn ich hier die Hauptstraße durchfahre, komme ich dann zu euch oder muss ich irgendwo abbiegen, groß? Alter. Weil so weit habe ich nicht geöffnet. Moment, schau gerade. Fährst du Hauptstraße jetzt genau einfach weiter runter, dann folgst du der. Ja, Uf, ich kann dir leider nicht entgegenkommen, sonst würde ich sagen, ich komme dir gerade entgegen und fahre vorne weg. Genau, fahr mal die Straße jetzt einfach genau noch so weit runter, immer Richtung Norden, wie es geht. Richtung Süden, ne? Süden. Und dann, ja, fährst du immer weiter Richtung Norden. Bin. Hallo. Richtung Süden, ja. Fährst du rum und von dem See aus fährst du dann auf das Weg zur Horde, wo ich eben geteilt habe auf der Map. Den Ach scheiße, ich kann nur einfach querfeld einfahren, ne? Würde ich ist wahrscheinlich würd ich nicht besser. Würde ich nicht machen, Hasi. Warum? Weil sehr viele scheiß Hügel da sind. Ja, kommst du eher an den See gleich. Also wenn du jetzt querfeld einfährst, kommst du eher an den See und direkt knapp an dem See dran vorbeifahren. Am besten rechts rum, ist am einfachsten. Ich warte mal auf dich, Hasi. Ja. Ich bin auf deiner Strecke, hier mit dem Fischfleisch. Dürften wir locker eigentlich noch hinkriegen. Und hallo erst einmal an... Ja, Marie, hi. Hallo Marie. Hallo Marie. Hallo jetzt Marie. Querfeld ein. Das ist ein Stück. So. Wir dürften eigentlich vor dir gleich aufplöppen. Boah, hier steht null Bäume. Alles weggerodet. Nee, das ist diese Ebene, ne? Da waren nie welche. Alles nur bei der Tropenwald. Meter bis Marie. Mhm. Boah. Da kommt. Ja, Doppelsitz drauf, ja geil. Ja. Ja, ich habe ihm sicherheitshalber auch noch ein Mob gegeben, weil, mir können lauter komische Dinge hier passieren in 7 Days. Gib Knallgas. Boah, deine Drohne, die braucht aber auch noch einen Mod hier für schneller fahren. Ja, die findet sich schon zurecht. Wow. Ja, der große See am Schneegebiet. Ups. Eisen. Wow, scheiße, jetzt habe ich die Maustaste gedrückt. Whoop. Ja, mit dem Motorrad seid ihr natürlich hier besser bedient, ne, bei dem ganzen huckeligen Out of Seite. Also Offroad habe ich mir schon abgewöhnt, hier zu fahren. Bei den ganzen Schlaglöchern, die hier komischerweise auch immer. Hätte ich das Auto jetzt nicht, hätte ich sowieso ein Problem. Aber das, ich habe nur noch hier so ein kleines Mopedchen. Bin bei dir. Fasch ich fast in meinen Haufen. Panda, pass auf den Hintern auf. Ich gebe mir Mühe. Da kommen Stacheln von hinten. Aber dürfen wir noch locker schaffen. Ja, 2,7 Kilometer noch. Sprit ist auch okay. Durch die ganzen Bäume durch. Das Ding hat gemutet? Ja, ist sehr leise gerade, verdächtig. Ja, erstmal mutet sich öfters zwischendurch. Erstmal gucken, ob er nicht mit dem Gesicht reden will und wir auch so viel am Reden sind, aber passt. Erstmal gucken, ob er nicht mit dem Gesicht auf der Tastatur hängt. Nö, ihm geht's scheinbar gut. Hat seine Brücke gerichtet.
sein Haar. Schüttel dein Haar für mich. So, jetzt können wir hier eigentlich der Straße folgen. Wenn ich mich nicht täusche, ich bin noch nie von der Seite hier angekullert gekommen. Gut. Auf der Straße bleiben, sagt sie, und wir trotzdem... Auf der Straße jetzt. Ja. Du bist auch von der Straße abgekommen jetzt. Ja. Einfach links halten, glaube ich. Diesen komischen Schotterweg. Ja. Weil so ein verbrannten oder wasted Biom ist uncool. Ja, dezent. Aber ich sehe dich jetzt gerade gar nicht mehr. Du bist links von mir, ne? Du bist... Ja. Da sind ja schon... Fahre ich hier am Schnee entlang? Links? Wow. Weiter. Was ist hinter mir? Wo ist denn hier der Weg? Hier ist kein Weg. Scheiße. Hier ist ein Haus. Bist du weiter Richtung Westen. Richtige Richtung. Weiter Richtung Westen. Hier habe ich einen Schotterweg. Jetzt kann ich reinfahren. Rumdrehen. Nee. Dreh mal rum, Hasi. Du bist falsch. Bin falsch. Ihr müsst Richtung Westen. An dem Biom lang Richtung Westen, bis ihr auf eine Straße kommt. Und die Straße dann runter Richtung Süden weiter folgen. Und dann seid ihr auf der Straße, die euch zur Hornbase führt. Mhm. Richtung Westen. Ja. Ist aber immer noch der alte Standpunkt, denke ich mal, ne? Jo. Ich bin lost. Du? Panda hält den Schlüpper fest. Oh, diese Metallbrocken hier, ne? Ja. Oh, okay, yes. Wenn ich jetzt mal eine Straße sehen würde hier. Ja. Bin ich richtig, Vorarbeiter? Moment. Jo. Dankeschön, Panda. Ah ja, jetzt links, ne? Genau, links Richtung Süden. Und dann folgt ihr jetzt der Straße. Und dann kommt irgendwann eine Kreuzung, so eine T-Kreuzung quasi, da fahrt ihr links. Und dann kommt ihr, dann seht ihr die Hordenbase. Okay. Nicht von ihr. Wir sind hier irgendwo, keine Ahnung. Ja, ihr seid. Ihr müsst durch, Richtung West. Richtung. Ja, jetzt müsst ihr nicht mehr zurück. Jetzt fahrt durchs Horden, also quer durch. Fingerkirmes hier, ne? Dazu habe ich nicht genug Alkohol intus. Oh, hier muss ich links. Oh. Genau. Und um die Base sind hier auch lauter Pfosten und so. Parkt ein Stück nebendran einfach auf den Straßen. Dann sind die Autos auch außer Gefahr. Da könnt ihr auch einen Schlafsack hinlegen, wenn ihr wollt. Ich nehme das Auto mal mit in die Tasche. Oder so, ja. Ich hoffe, hier sind keine Minen. Aber wenn du sagst, ich überlebe das da, dann brauche ich ja keine Angst haben. Dann kann ich ja meinen Schlafsack daheim lassen. Pfosten. Okay. Ich habe hier noch nie einen Schlafsack gelegt. Mayumi!
Wow, hier mit Parkdeck. Oh, gerade so. Gott. Entschuldigung. Wir sind da. Habe ich dich angeschubst? Ja, ne? So, wo müssen wir hin? Ah, mein Junge läuft vor. Gut. Wunderschönen guten Tag, die Herren und Damen. Robotik Pro Drohnen Booster Mod habe ich. Aha, okay. Okay. Nochmal vollstopfen. Ach, please, die Backen hier. Leider auch. Ah, da fällt mir ein, dass ich die Base so noch nie probiert habe. Ich habe die jetzt sehr breiter gemacht, aber das wird schon funktionieren. Hahaha, okay. Oh, ist ein bisschen komfortabler. Da steht dann der Stängel. Ja. Mein Vorarbeiter ist noch am Arbeiten. Nee, du kannst, hier kann keiner Blöcke setzen. Ich verhedder mich hier in den Kabels. Kabels. Vom Röschen, dein Style ist ja geil, aber die Mütze, die Farbe, oh. Ich wollte es vorhin schon gesagt haben, also rosa und rot. Stehst auf dem Meer, wa? Nicht auf der Leiter stehen bleiben, ne? Nicht, dass wir hier immer hoch und runter können. Ja, ich habe deine Ecke gestanden, deswegen. Meine Drohne? Aber ja. Und krass. Komm dann mal hierher. Nee. Ist das überhaupt meine? Ach so, hier. Anda, kommst du hoch? Das Schrotzeug noch mal in der Tasche. Komm mal hier hinten hin. Ich mache einen Block. Den mache ich dann aber wieder weg. Ja, die Mütze gab es bei Sarah im Sale. Da habe ich zugegriffen. Boah, weiter. Ich schmeiß dir mal gerade das Schrot runter, ne? Geht los. Gleich. Warte, ich will hochkommen. Dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Ja, viel Erfolg. Vielen Dank. Ich muss arbeiten. Viel Erfolg. Achso. Bist du am Buddeln oder was? Nee, am Modeln. Wofür sind die Klappen hier unten? Der Duke will Bäume. Muni und so. Okay. Oder für die Muni. Wo bist du reingefallen? Was, wer wo? Oh Leute, jetzt geht's los hier. Moment, ich helfe dir. Mutti hat angerufen. Ja, DJ. Da ist wichtig, da muss man dran gehen. So, viel Glück an alle. So ein Röschen wäre schön, wenn er sich hockt. Mal bei den ganzen FPS-Drops hier überhaupt mal das treffe. Boah, habt ihr auch so heftige Drops? Trau mich gar nicht zu bewegen. Boah, Ruckelparty. Also bei euch auch, ja. Einfach Dauerschießen, vielleicht trifft man ja was.
Ist ja eine richtige Ruggelorgie. Ja, haha. F8. 10 FPS, ja, läuft bei mir. Trau mich gar nicht, die Taste zu drücken, wo mir das angezeigt wird. F8. Hier ist mal blaues Rädchen. 3,2. Ich krieg einen Vogel, ich schließe den gleich ein. Falls du mich hörst, Panda, komm mal mit mir. 1 mit höher, da bist du sicher. Weil du hast wahrscheinlich keine nennenswerte Rüstung. Ja, top. Hier kannst du dich im Bedarfall hinten in so einen Gang zurückziehen, da wird dich gar nichts treffen. Kannst auch hier vorne jetzt mitschießen. Mayumi, das mit dem Ausloggen war ja schon eh immer so eine Sache hier bei 7 Days. Boah, Junge, 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 ey. Boah. Die Waffe, die wackelt einfach nur hin und her. Wie sie alle rückwärts laufen. Ja, ich habe auch gar keine Ahnung, ob ich überhaupt etwas treffe. Ja. Jürgen, wer scheint ja wohl was zu tun. Mayumi hat verlassen. Ja, irgendwo ist ein Kackvogel. Ist nur schwer ihn zu erkennen gerade. Ein Dröhnchen heil mich. Hart. Ja, komisch. Woran könnte das liegen? Nee, das ist ein Server-DJ. Aber ich denke mal, dadurch, dass so viele Leute hier auf dem Server sind jetzt gerade und wir sind im Zerstörten, die Horde am Machen, das haut natürlich ganz schön auf die FPS. Ich habe mir eine tiefe Schnittwunde zugezogen. Wieso? Ich bin gleich down, Alter. Boah, jetzt geht's runter. Und ciao. Ah, da ist ein Zombie. Stenger, töte es. Stenger krieg ich auch down. Uff, hab ich so viele. Die Perücke ist geil. Die steht ihm echt gut. Da sollte ich mal die Haare wachsen lassen. Alter Falter, ey. Ich glaube, mit Mollys brauche ich gar nicht anfangen, sonst zünde ich uns alle an hier. So heftig, wie das hier ruckelt. Da ist schon Springer drin. Boah, ist ja kaum auszuhalten hier. Absolute Ruckelparty. Ja. Gleich bleibt mein Game stehen, glaube ich. Ja, das ist echt krass. Also noch ein klein wenig langsam und ich habe ein... Einen Fertigkeitenpunkt, willst du mich verarschen? Muss ja locker hier schon 10 Stück haben, ey, so viel wie hier rumläuft und abgeschossen wird. Boah. Ja, Mariechen, mit einer Nagelpistole wirst du nicht allzu viel killen können. Ja,
Ich krieg den nicht erschossen, ne? Hier ist ein Zombie drin, ich hab... Ja. In der grünen Schublade unter der Leiter, in der Ecke unter der Leiter, ist ein bisschen Heilung, wenn ihr braucht. Ich kann auch noch mehr reintun. Ich traue mich gar nicht vom Fleck zu bewegen, ganz ehrlich. Ich hoffe, meine Drohne passt auf mich auf. Zornröschen, ich weiß ja nicht, ist er mit hier im... Ja. Der Markü. Im Discord? Mhm. Müsste eigentlich. Oder? Mal steht einfach nur hier in der Ecke, schießt aber anscheinend nicht. Und ich kann nicht in die Ecke, um Mollys oder so mal zu schmeißen. Ich denke, er erinnert mich an jemanden, den ich früher kannte. Wenn du Mollys werfen willst, komm eine Etage höher. Boah. Wenn ich das schaffe. Oh, das leckt so hart. Aber ich glaube, bei den Mollys, dann hast du noch mehr Probleme mit FPS. Mal gucken. Ich könnte auch musst halt aufpassen mit den Gittern. Ja, ich komme. Hauptsache, halt, ihr habt Drohnen vor euch rumfliegen. Ja, ey, bei den FPS, ich bin froh, dass meine mich einmal geheilt hat, weil sonst wäre ich... Boah, nee, ich glaube, das gibt keinen. Okay. Das ist ein Argument. Ich kann ja hier kaum durch. Ein Zombie drin, oder? Kannst du bei Yumi einmal einladen, Vorarbeiter? Ey, bei mir ist richtig krass gut, die Party. Ja, Leute, ich habe keine Muni mehr. Ich mute mich nochmal kurz, dann kann ich eben hier was, ein Video zeigen. Ups. Mach die Perücke ab, das stört bestimmt die FPS. 20 Holz, okay, für den Baum. Jetzt klappt's. Wie viel kommt da raus aus dem Baum? Boah. Bucki. Guck ich jetzt nach oben oder nach unten? 300 oder so, ne? Kostet ein Baum 500 Holz. Ja, 4 FPS. Das ist echt übel. Ja, eine Muschi-Version gibt's, genau, vom Sachse. Extra für mich. Aber Sachse, ich hab deine Version da jetzt auch in Original gespielt, ne? Ich habe Besuch hier. Hilfe, Hilfe. Danke. Gut geschlagen, ne? Ja, fände ich auch. Jetzt habe ich mich schon wieder zu stark bewegt, ey. Ruckelt das bei euch? Ja, aber übel, ich bekomme mein Fadenkreuz überhaupt nicht drauf. Nee, die mein Fadenkreuz pendelt wie so ein Astro-Steinchen um die Zombies herum. Bei mir läuft flüssig. Zwischen den Beinen. Das ist flüssig. Flüssig, ja klar. Also für eine Horde ist das flüssig, ja. Voll lass flüssig. Mal so. Ruckelt, hab einen FPS. Bei mir sieht es schon nach Minus aus. die Zombies bewegen sich rückwärts. Die bewegen sich?
Rusty. Bewegen sie? So, da war mein letzter. Sag mal, Panda, habe ich bei dir eigentlich schon ein Follow da gelassen? Hier, Pizza Panda live. Das ist jetzt auch so ein Ding. Da weißt du direkt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Es gibt Pizza. Das Live finden. Boah, wer lässt denn die Klappe offen hier? Ist wahrscheinlich ein, es sieht ja gar nicht. Gerade. Ist wahrscheinlich ein Kanal. Ich komm gar nicht zum Ziel, ja. Möglich? Nee. Hey, Martin. Ich frage mich, ob der Panda uns schon allen einen Follow da gelassen hat. Hat er. Den ganzen Mitspielern. Pizza Panda war schon vergeben. Ist meistens so, ne? Ich frage mich immer, wenn Leute zum Beispiel. Ja, ich sag jetzt mal, nur als gutes Beispiel. Mario 12.364. Warte, ich muss mir die Zahl aufschreiben. 1964 ist sicher das Geburtsjahr. Und das geht noch bis 4 Uhr so, ne? Mario 12.463. Wieso Geburtsdatum? Junge. Bei Dosen-Dieter ist das 1983 ja auch nicht das Geburtsdatum. Aber die könnte Nummer. Da soll die so richtig sicher sein. Also, Mario 12963. Ne, diese arme Person hat 12.462 Versuche gebraucht. Erster. Um diesen Namen dann zu bekommen. Weißt du, du machst dann Mario 1 vergeben. Also erst Mario vergeben. Mario 1 vergeben. Mario 2 vergeben. Und dann irgendwann bist du bei Mario 12.463 angekommen. Zack, hast du. Und dann, zack, Internet weg. Der gute Dosendieter ist Anno 1800. Ja, nein, Dosendieter, das ist die Anzahl der Weiber, die er schon flachgelegt hat. Deswegen ändert er auch immer wieder den Namen, um anzupassen. Hey, Lea! Ich dachte, das hätte mit seinem Roleplay-Leben ein bisschen was zu tun. Mit dem Büchsen wie die springen. Ja, der hieß ja erst Chicks. Hi, Lobo. Ja, der hieß ja erst Chicks und das war quasi so, ey, Chicks. Und dann ging's los. Deswegen wird die Zahl weniger bei Dosendieter. Ja, weil einige verstorben sind. Ist der Gute eigentlich hier? Sondern da? Ja. Weiß ich nicht. Ihr könnt das doch nachgucken, oder? Ich glaube, der war heute Morgen. Ich traue mich nicht, wieder reparieren. Ich glaube, der war heute Morgen um 4 oder so da. Das heißt, du musst ein bisschen frühstücken. Ich in der Steckdose gefasst, warum sie seine Haare so. Das ist kapiert. Ja, das muss den mal selber fragen, Lucky. Stengi, wie siehst du denn aus? Ich habe heute meine Haare toupiert. Du hast doch sonst nicht so eine Haare. Nee, ich habe ja auch sonst immer eine Cappy aufgehabt. Ja, echt. Mit einem Dutt drunter. Mit einem Dutt drunter, ja. Dutt. Gott, jetzt mir die Kippe aus. Sexy mit einem Dutt. Ja. Leute, guckt das nennt er gegilt, sagt Lucky. Ja, ja. Voll gegilt. Oh. Ist das ein Vogelnest da bei dir in den Haaren? Scheiß Springer, ey. Ich habe gerade sehr traurige Musik laufen, weil diese ganzen Zombies, die gerade auf uns zukommen, die mal ein Leben hatten, die mal Familie hatten. Scheiße. Ich hab eine Geschichte. Meine kleinste Violine der Welt gerade nicht. All diese Menschen, die gestorben sind. Da, Zwillinge. Da, meine Ex. Die Krankenschwester. Ich habe echt Probleme hier, die Waffe stillzuhalten, dass ich irgendwas treffe. Am besten also einen Punkt suchen, wo sie immer lang laufen und einfach da draufhalten. Wenn einer kommt, abdrücken. Gar nicht so viel in der bewegen. Du hattest doch nur 1500 Schuss. Ich kann doch nicht sagen, dass ja, du noch. Ich habe noch 625. Ich habe ja die ganze Zeit noch nachgemaut. Ja, klar. Ja, klar, sagt sie. Natürlich. Pro Minute ein Schuss. Ja, genau. Aber meine ganzen Mollys sind schon weg. Meinst du, ich habe das auch schon öfter als Tims Bart benutzt? Hm? Hier meine Haare. Ich war nicht im Bad.
Nein, ich habe die Haare als Bart benutzt, um dich dann nachzumachen. Ja, Hasi, seitdem Tim sein neues Mikro hat, merke ich das auf einmal, süß. Wenn er mich verarscht. Ja, ne? Ja, aber erst seitdem. Das, man hört das, dass er auf einmal... Hm, weißt du, so, du hörst sie jetzt auf einmal. Ja. Und jetzt dann auch noch mit Kamera am Stream, dann siehst du auch noch Valarisiefer sein selbstgefälliges Lachen, dass er dich gerade voll verarscht. Ich freu mich so und denke, wann macht er das schon die ganzen 3 Jahre? Macht er das schon die ganzen 3 Jahre? Und ich hab's echt nie gemerkt. Ja. Richtig gut. Deswegen, Tim, du musst echt viel mehr mit Kamera. Und du musst ja dein Bart immer. Ich sehe gerade aus wie du, lieber nicht. Immer so Mitte, ja, Seite und zur Seite. Immer regelmäßiger auch rasieren, dass man deinen Mund sieht. Ganz, ganz wichtig. Ich rasiere mich regelmäßig. Ich war echt. Ja, einmal im Jahr und das letzte Mal. Kein Pornobalken mehr. So ganz ehrlich. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kurze Clip schon entdeckt hattest. Aber dann, also ich, hallo Hase, grüß dich. Erstaunt. Wir haben dein Lächeln geklippt. What? Schon wieder ein hier drin. Ja. Wir haben ja, Leute, Tim hat nämlich den Mund. Das erste Mal deinen Mund gesehen. Wir konnten es kaum glauben. Dass ich einen hab, oder was? Naja, irgendwo kommt der ganze Blödsinn ja raus. Anstauen. Nein, also ganz ehrlich, wo der Hype-Train war, da war ich ja gerade selber am Streamer. Ich habe ja mitgemacht, habe auch den Leuten gesagt, ey, guckt eben bei Tim an. Die Freude in deinem Gesicht und dein Lächeln oder halt auch diese Momente, wo ich gemerkt habe, du verarscht mich und ich guck, ne, und du lächelst und so. Ich sag dir, sieh zu, dass du deinen Mund irgendwie freigelegt hast, weil gerade das hat noch voll dazu mehr animiert, dir in dem Moment was Gutes zu tun, weil man einfach deine Freude gesehen hat. Man sieht dann ja mehr Emotionen. Mhm. Deswegen soll ich mich jetzt rasieren oder was? Ja, damit man deinen Mund sieht. Ja, Tim, glaube mir, dass das was ausmacht. Du brauchst ja nur um den Mund rumrasieren, so ein Kreis, wie beim Pader oder so. Leute, was ist das? Du hörst dich an wie meine Mutter. Mach dich schön, wenn du die Frau triffst. Du sollst dich. Ich mach dann demnächst auch die Cam an. 3 Wochen aber, später. Nicht muss mit meinem Gesicht drauf. Dann kommt da der Daumen, der dir ein Stückchen weiter runter machen möchte. Ja, das ist immer gut. Ne? Du musst ja nicht gut aussehen. Ich mache ja auch genau das Gegenteilige. Wie soll ich das denn machen? Ach so, ja. Man muss sich nur gut anfühlen, aber das sehen die ja nicht. Also. Ja, jeder, der hier reinkommt, du kannst noch so ein Hässlon sein. Wenn die auf diesen Kanal kommen und mich sehen, gebe ich denen ein gutes Gefühl. Stargott Gaming. Entschuldigung. Ich brenne. Gut fürs Selbstwertgefühl. Die Leute hat mich angezündet. Die Leute wollen immer mit mir auf Fotos sein, weil die wissen... Weil die Leute wissen, dass sie neben mir gut aussehen. Ja, auf jeden Fall. Hande, du musst was trinken. Gegen die Verbrennung. Und Baldur und auch an alle anderen, immer wenn wir hier gefühlvoll werden, finde ich das echt scheiße, dass ihr dann immer den Furz trocken macht. Das macht ihr immer, wenn ich Gefühle zeige. Oh. Ja. Arme Stengi. Ein Hypi oder Hippie? Holzwurz. Das klingt aus wie der Name von einem Penis. Ich bann den jetzt Nutz auch, diesen Baldur 1976. Den bannst du jetzt? Was macht der bei dir? Oder Wauzis. Du kannst ja auch Wauzis nehmen. Nix mehr. Renne. Wie nix mehr? Ja, geht ja nicht, wenn der da... Ja, keine Ahnung, Panda. Wenn der dir da die Stimmung kaputt macht. Mach mal ein bisschen Sex am Feuer. Und wie heißt ach, die du warst das Vorarbeiter. Mayumi unterstrich. Ich habe gar nicht erkannt an der Stimme. Das Schlimmste ist immer, wenn ich dann am Ende des Streams oder so und euch aufwache und ich noch Mayumi irgendwie was Liebe schreibe und es kommt einfach nichts zurück. Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. 5 Wochen lang höre ich nichts, ne? Schreib die ganze Zeit. Dann spiele ich 7 Days. Hi, na? Gefühl mit dem Furzvergleich, da bin ich froh, wenn es trocken ist. Trocken in den, naja. Habe ich mir aber auch gedacht, Stimmung direkt kaputt gemacht. Ja. Das ist gar nicht lustig mit den FPS runterfallen, scheiße. Nee. Ist runtergefallen, na super. Naja, aber ja, ich bin schon wieder drin. Also, für die Zombies sieht das auch nicht angenehm aus. Die fallen alle voll in Zeitlupe auf die Fresse. Die eine hat ihren Mund ganz blutig.
10k Flat Map schaust du dir an, okay. Ach, ich bin so doof. Okay. Also das sind auf jeden Fall die Grünen, oder? Ja, das sind die Grünen. Nicht die Blauen. Das sind die Grünen. Ich würde ja sagen. Ist schon traurig, wenn man darüber nachdenkt, was passiert ist mit der Welt, oder? Mhm. Der da vorne, der mit der Biker, denkst du, ein super Familienvater. Drei Kinder, hat sich sehr viel gekümmert. Und dann kam er zu den Hells Angels, ne? Toller Mensch. Ja, wurde von den Hells Angels gebissen. Ja. Musst du Pipi? Ja, ich muss Pipi, wie Holle sogar. Wie Holle. Aber ich habe keinen Bock, den zu suchen. Hat mal jemand geguckt, ob da nicht schon locker 2 Stunden an Pipi und Kaki und so zusammengekommen sind? Das bei mir? Mhm. In 2 Stunden? Also ich hab noch nicht gekackt jetzt in den letzten 31 Stunden. Zurückhalten ist oder habe ich gekackt? Ich muss jetzt Stream nochmal gucken. Leute, nee, übrigens, nach diesem Stream, also wenn der Sabaton zu Ende ist, werden wir direkt im Anschluss uns gemeinsam den Sabaton nochmal angucken und darüber reden. Ja, klar. Das hatte ich eigentlich vor. Naja. Ich habe das Video nicht gespeichert. Wegen Musik. Also, du gehst kacken. So, jetzt habe ich keine Munition mehr. Zumindest keine 7-6er, meine ich. Die Leute schreiben immer zu mir, die kennen kein Streamer, der so viel am Kacken ist. Ist aber auch echt so. Musste Nicer mal fragen, wie das ist mit dieser Twitch-VOD-Spur und Virtual Bananas und bla. Virtual Bananas klingt aber irgendwie... Level 3000, okay, Lucky. Cool, du musst dich immer kacken. Ja, da kannst du halt die Mucke auf eine eigene Audiospur legen und die wird dann gar nicht aufgenommen. Ja, das muss ich mir auch noch angucken. Aber das Problem ist bei mir, dass ich halt... unterschiedliche Sachen. Ich habe zum Beispiel alles, was auf YouTube oder alles, was Browser betrifft, habe ich halt auch über Musik, weil ich da ja halt auch Musik abspiele. Ja, aber diese Browser Video gucken, kannst du dann in die Virtual Banana einbauen und dann ist das so, als hättest du einen Mixer auf deinem Rechner. Und dann hast du... Ja, aber nützt ja nichts. Du musst ja diese Quelle trennen im PC schon. Ja, das kannst du doch schon bei OBS, du hast doch da verschiedene Quellen. Du kannst doch einfach über die Spuren schon trennen, oder nicht? Warum ruckelt das so? Dafür brauchst du einen Mixer in deinem Rechner. Da muss ich Nice nochmal fragen. Und dann kann OBS das trennen, aber... Ich habe Nice jetzt einen Mod gemacht, damit ich ihn nicht anbecke, wenn er Vorschläge hat oder so. Der erklärt dir das. Ja, der erklärt mir sehr, sehr viel. Deswegen habe ich gesagt, kann auch gleich Mod sein. Und wenn du dann sagst von wegen, ey, ich sehe auf dem Handy gar nichts mehr, was geschrieben wird, weil die ganzen Minigames da sind, und er sagt mir das als Mod, dann werde ich ja wohl nicht so zickig reagieren. Ja, da sage ich nichts zu. Regelung, spar dir die Worte an mich, tu es einfach. Was? Ihn anmeckern? Nee. Das wäre dann deine nächste Anforderung, wenn du ihn schon zum Mod gemacht hast. Ich habe jetzt leider wieder nichts verstanden, weil der T-Rex durch mein Wohnzimmer gelaufen ist. Das Spiel leckt. Ah, du hast einen echten T-Rex bei dir? Stormy, danke schon für 750 Biddies. Nee, es ist ein Horror-T-Rex. Horror-T-Rex. Das ist wahrscheinlich Alinchen in dem T-Rex-Kostüm aus den ganzen GIFs. Ist ja nicht da. Da habe ich auch so einen Backe mit, ne? Horror, T-Rex und dann noch am besten aus welchem Film? WW, ich hab nichts gemacht. Jens. Kong? Jens hat mich einen Tag bei Jurassic World so gequält mit dem T-Rex-Sound. Ich glaube, an dem Tag ja, mindestens 25 Mal abgespielt worden. An einem Tag. Deswegen jeder Streamer, der Bit-Sounds hat, sollte den T-Rex drin haben. Und zwar richtig laut. Du hast nichts gemacht, ja. Muskellos, was ich auch. Das kommt mir so bekannt, weil also, 7 Days passiert mir das öfter. Ich schieße, aber da geht kein Schuss raus. Was? Oh Mann. Oder musst du aufpassen, dann kann das sein, dass die Waffe gleich implodiert. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, viel schlimmer kann es nicht mehr werden hier. Doch.
Wenn du zum Beispiel so einen Granatwerfer Danke nimmst, ne? Und so einen Raketenwerfer und du hältst den falsch rum. Und die Rakete kommt dann hinten raus. Das ist auch Kacke. Dezent, ja. Bin ich auch noch hungrig. Okay, die Bäume sind drin. Danke, Jakob. Wie die Bäume sind drin. Machst du gerade gar nicht mit? Herzlich willkommen. GG, wir haben die Horde durch. Echt? Ich bin, ich arbeite die ganze Zeit an der XML-Datei. Was ist das denn? Haben wir die Horde schon vor? Ja, die ist fertig. Das habe ich ja noch nie gehabt. Ich habe nicht mal geschossen. Ja, willkommen bei den Großen. Hatten wir letztens auch. Ja, darf ich jetzt looten gehen? Stunde vorher war dicht. Ja, was ist mit Looten? Also, wie ist der Plan? Hat mal einer, ja. Dicke Eier. Nee, am besten eine Schiene. Ich habe irgendwie ein gebrochenes Bein, aber ich weiß nicht woher. Ich hätte gerne 9mm Munition und Schrotmunition hätte ich gerne für die Base hier, bitte, für die Geschütze. Alles andere ist mir egal, dann müsst ihr unter euch planen. Mann, so eine Kacke. Ja, gerne. Ich krieg wieder nur Dosenfutter. Hier links sind 3 Holzkisten, die können wir voll machen und dann könnt ihr da nachher gucken. Warte, ich muss erstmal sortieren. Ich habe selber mit 600, 700 Schuss. Oh, geil. Hätte ich ja doch noch rumballern können. Mega. Oh, eine Nagelpistole. Ich werde. Das ist im Chat spielbar wieder Pech. Mein Bot ist ein Arschloch. Und da gibt es schon 200 Minis, Tommy. Mein Bot ist ein Arschloch. Ach, übrigens, wollt ihr mal wissen, wie man den Hype Train triggern kann? Wo ist eine Kiste? Mit 2 Personen. Hype Train triggern? Triggern. Du brauchst ja 3 Personen für den Hype Train. Ja, ja, klar. So. Wo ist denn die Kiste? Haben wir bei Dommel vorgestern festgestellt. Wenn die Person, die auch schon irgendwas gegiftet hat, dann nochmal anonym macht, zählt das für 2 Personen. Das ist natürlich schlau. Ah, hier die 7-6er, die ist auf jeden Fall schon sehr geil. Sieht aus wie einer von den Flood-Auswehr. Wo ist denn hier Marco, eine Kiste zum Reinwerfen? Ja, Marco sieht aus wie eine Pflanze. Hier stehen 3 Stück. Da, ja, sehe ich doch nicht. Ach so, ich habe vielleicht eben auch ohne Push and Talk geredet, sorry. Geil. Boah, ich kann gar nichts mitnehmen. Oh Mann. Wenn irgendeiner einen Bohrer findet, den würde ich sehr gerne nehmen. Ich habe, glaube ich, einen zweiten. Hier ist auf jeden Fall schon ein 6er Bohrer links in der Kiste. Echt? Oh, geil. Nee, der ist eben mal 1. April ist. Ja, lass mal gucken. Was sind das denn für Kisten? Die sehen ja total scheiße aus. Ich kann nicht. Ist schon wieder einer drin. Wie gesagt, 9mm und Schrot, lass bitte für die Horden. Base hier, alles andere. Kann ich die Drohne haben? Und guck, dass jeder was kriegt. Was ist denn drin? Ah, der Stengi ist der in der Kiste. Lass mich mal da reingucken, Stengi. Ich habe noch nie eine Drohne gehabt. Was? Ich die 9mm durch reinschmeißen. Ich habe dir angeboten, du Helmut. Ja, aber jetzt haben wir uns ja quasi eine erspielt. Oh, und Klamotten. Geil. Oder das ist ein 6er. 7-6er nehme ich mir aber noch raus. Ich hatte keine Zeit, mich um sowas zu kümmern. Ja, dann nimm doch so. Ich muss die Drohne. Das müsste schön Löffel gegeben haben. Ja. Also ich denke mal, dass er gut Löffel bekommen hat. Verstehe ich nicht die Aussage, wieso sieht das aus wie Flodders? Also wie Flodders ja schon mal gar nicht. Wirklich doch ein bisschen wie die Mutter. Doch, guck mal. Wenn ich jetzt noch ein bisschen, breiteres Gesicht hätte und so ein Blümchenkleid tragen würde, blau, dann wäre ich gar nicht mehr so weit davon entfernt. Flodders, total geil. Wie jeder in die eine Truhe rein. Ja, ja. Steinzeitmensch, Pirat. Also eigentlich ging das damit los, dass wir heute über die Pastafari-Religion gesprochen haben. Und ich habe hier auch das fliegende Spaghetti-Monster. Da Kikuk. Und dann haben wir über Piraten geredet und so. Und dann habe ich Stengi hängt noch drin mit der Nase, ne? Nee, ich häng da nicht drin. Ich weiß nicht, wer da drin ist. Ja, jetzt bin ich drin. Dreispitz.
Aber seit wann sehen die Fasern in der Hand so anders aus? Ey, guckt euch das an. Direkt funktioniert ein anonymes Chiba. Ein anonymes Chiba, 100 Bits und ja, fast. Ah, cool. Ich hoffe, wir können Mac verändern. Komm, wer macht das hier? Ich raste hier gleich aus. Das macht doch hier jetzt einer mit Absicht, um uns zu ärgern. Wer ist es? Wer bewegt sich nicht? Alle bewegen, die nicht an der Pool sind. Panda! Alle bewegen sich. Du warst doch nicht in der Kiste, aber es bewegen sich hier doch alle. Okay, ja, die Sau ist schnell rausgegangen. Die Sau ist schnell rausgegangen hier. Beim nächsten Mal mache ich einen Gitterkäfig um die Kisten und dann könnt ihr eigentlich. Ey, richtig frech und die Drohne ist auch weg. Nimmerchen ziehen. Frech. Ja, die Person ist einfach rausgegangen, hat sich bewegt. Drohne ist weg. Boah. Ja, wir haben Drohnen en masse in der Base und du hast dir die jetzt quasi hier verdient. Da kannst du gerne eine haben. Verdient, weil ich nicht geschossen habe. Nee, jetzt bin ich beleidigt. Das geht gar nicht. Das muss ja ein Lichtstreamer gewesen sein. So. Story, danke schön für fünf Dings. Dings. Ja, fünf Dings. Ja, aber cool, dass sie gehalten hat, weil hier waren zwei Problemecken, die ich zu spät gesehen habe beim Bauen und nicht mehr lösen konnte, weil Stahlblöcke dauern halt eine Zeit lang zum Wegschlagen. Oh, hier ist auch noch was. Ja, Mayumi, jetzt ist da eine drin auf einmal, ne? Marie. Dankeschön, Leute. Martin, danke auch nochmal für 100 Bittis. Ey, ich mach den Timer ja wieder hoch. Ich denk ja immer nie so dran. Dankeschön. Gossip Hunter, moin. Ja, das dachte ich mir hier vorne. Ja, ich muss ja auf jeden Fall einmal kurz an die frische Luft. Eigentlich geht's mir gut, aber ich bin schon ziemlich platt. Aber ich habe auch eben Fenster zugemacht, weil das rattenkalt ist und ein bisschen Heizung angemacht. Und ja, dann bist du kalt. Ich will wohl einen Kaffee trinken, aber ich habe Angst, dass ich dann zu gebrannt bin. Und dann direkt ein Sechser. Boah. Mit dem habe ich eben schon geliebäugelt hinten an dem Automaten. Aber 12.000 war was viel. Ja, bei sowas kannst du auch sonst ruhig mal fragen oder was sagen. Wir haben ein paar ich Bauern. Wollte halt nicht betteln. Hallo, nee. Das macht die ganze Marktwirtschaft kaputt. Okay. Ja, siehst du? Aber dann kann man ja einen Special Price machen, so. Ein Special Price. Haha, Knie schon, naja. Was denn sonst noch hier drin? Kaffee, ja. Drohne liegt in der linken Kiste. Ach oh Gott, bin ich doof. Achso, braucht man Heilung oder sowas? Weil ich sehe gerade, ich brauche Antibiotika von so einem Geier wahrscheinlich. Antibiotika brauche ich auch noch. Nein, ja. Ich habe unter alle geguckt. Nein, wenn einer von euch die Drohne... Bei der rechten Kiste ist die Drohne drin hier. Hier. Also ich muss die nicht... Ich bin gar nicht mehr zu... Ja, ich muss euch... Da seid ihr. Hier bin ich. Ich stehe auf der Kiste drauf. Da ist die Drohne drin. Du hast gesagt, die rechte Kiste ist die linke. Ja, bei mir ist es die rechte. Ich habe auf der anderen Seite gestanden. Eigentlich. Und hat einer noch Antibiotika dabei? Ach hier, ich muss noch mal. Ja, ich tue in die ganz linke Kiste, unten rechts in die Ecke, tue ich gerade ein bisschen Medizinkram, je nachdem, was du brauchst. Oh, hast du eine Schiene? Um eine Ecke an die Gipsverbände. Nee, warte. Ja, Gipsverbände, ja, ist auch geil. Was willst du denn die ganze Zeit mit Schienen? Willst du einen Bahnhof bauen oder was? Hahaha. Ich hab mir ein Bein gebrochen, ey. Ich will eine ja, die haben mich auf mich aufgepasst, als ich da drin stand. Ja, Leute. Warte, ich muss mute. Da. Diese Stille. Jetzt wieder. Läuft. Aber krass, ich wusste, dass ich hier vorne die zwei Ecken nicht gut gemacht habe an der Treppe, dass sie sich da stauen, aber ich habe nicht dran gedacht, dass das so ruckelt. Aber ja. Wenn die noch flüssiger laufen und hier vorne die Treppe gegen eine Rampe, eine flache 60-Grad-Rampe ausgetauscht ist und dann ja. Kann das Ruckeln so viel Spill, weil die Geschütze machen und man muss sich halt nur immer auf eine Stelle mit dem Gewehr konzentrieren. Ja. Was durchläuft, läuft durch, kommt eh wieder. Ja, die Ecken sind auf jeden Fall so nicht machbar, ja. Aber so an sich gut gebaut. Auch für so viele Leute. Geil. Ja, ich habe die jetzt in den letzten 2,5-3 Stunden umgebaut. Also 7 Stunden. Also. Ja, die war eigentlich nicht nur, so breit. Nur da oben, die Ecken, da musst du unbedingt bei gucken. Da, wo die ganze Zeit die Springer reingekommen sind. Ja, ich könnte das theoretisch fast komplett vergittern, dann kann man aber keine Molotow-Cocktails mehr schmeißen. Und ich schmeiß die gerne und wir sind selten so viele. Meistens sind es nur ein, zwei Leute. Nee, du, ich meine oben, wo wir standen, hier oben,
bei den Schützen. Ja. Hier rechts, da. Ah, ja, ja, da ja. Da sind die reingesprungen immer. Na, also einmal hier oben drüber, so einen flachen nochmal. Und hier an der Seite. Eine Tür. Weil ich will schon den Außen. Ja, achso, ja, ja, eine Tür, ja klar, okay. Ich meine halt hier oben, ne, dass hier auch zu ist, über dem Ding, weil dann kannst du immer noch Mollys reinwerfen. Mit weniger Leuten hat das die ganze Zeit auch so recht gut gepasst. Und eigentlich ist das hier schon eine Baustelle, weil ich direkt nebendran oder hinten dran, kann man sagen, wo der Ausgang ist, da baue ich noch eine andere Hordenbase, wo dieses viereckige Teil auf dem Boden ist. Da kommt nur Petrock-Hordenbase hin. Ja. Aber. Ich würde dir halt einfach vorschlagen, hier das Geländer, was du sowieso hier vorne schon hast, ziehst einfach bis oben durch. Also Tim ist derjenige, der alles so unterbuddelt und Vorarbeiter ist der, überall alle 500 Meter eine Hordenbase baut. Ja, das hier, ne? Das Gitter. Einfach durchziehen bis nach oben und dann oben ansetzen, da wo da die Lampe steht. Dann brauchst du das hier nicht mehr. So, machst du einfach hier oben dich, dann kannst du immer noch hier rauswerfen. Ja, über die Lampe drüber, ja. Genau, und hier vorne machst du dann eine Türe hin. Also die Base hat sich nach und nach erhöht. Am Anfang war es nur ein Stockwerk, dann habe ich ein zweites drauf gemacht und dann den Strom. Guck mal, wie ich den Strom gesichert habe hier oben. Ja, Moment. Dankeschön. Marie macht überall irgendwelche Wimmelbilder hier hin. Oha, ja. Mayumi baut Fallen für Besucherstreamer. Und von ganz oben, wenn du ganz hoch kommst und vom Dach aus an den Seiten runter guckst, siehst du auch mal, wie massiv das Ganze ist. Hier oben ist komplett zweiblöckig, dass die Spucke auf keinen Fall an die Solardinger kommen. Ich baue mal was hin und baue es wieder ab. Ja. Ja, mir ist der Dreizack runter. Nee, nicht der Dreizack. Ja, gut, du kannst ja auch noch hier dingssicheres Glas reinbauen, ne? Dreispitzen runtergefallen. Das kugelsichere Glas harmoniert, glaube ich, nicht so mit den Solarbänken, hat irgendjemand gemeint. Ich habe es noch nicht probiert, aber irgendjemand hat gemeint, dass. Doch, das geht. Alles gut. Okay. In der 18 ging das nicht, da musste man so Ja, Streben aber bauen. In der 19 und in der 20 geht's. Ja, das sind drei Reihen Streben, also die fangen auch alles ab auf jeden Fall. Ja. Hallo Sparky, grüß dich. Das Problem ist aber, wenn du Streben nimmst, kann notfalls irgendein Arschloch vorbeikommen und dir die Dinger da rausnehmen. Genau. Ja, weiß ich nicht. Ah, jetzt nicht mehr, ne? Das ging früher. Jetzt nicht mehr. Ach so. Ja, also da 18 ging das auf jeden Fall. Was ich dir damit zeigen wollte, die ist nach und nach gewachsen. Deswegen ist das nicht perfekt. Und mit den Gittern, weißt du, das sind 10.000er Stahlgitter. Ich habe hier so viel umgebaut, wo ich nicht weghauen muss, habe ich gelassen. Und deswegen ist das so ein bisschen gestückelt ab dem Stock, also ab hier dem Stockwerk. Ja, ist ja nicht schlimm. Und dann ist es halt mittlerweile auch noch eine Lagerbase für die Baustelle nebendran. Mit dem ganzen Kram, den ja, und es sind ja auch nicht immer so viele Leute dabei, ne, die dann hier mitzocken. Ist ja noch nie. So, läufst du nach Hause, Stengi oder was? Ja. Gut, dann werde ich jetzt auch mal abhauen. Vielen Dank. War schön mit euch hier. Ja, so. Gerne. War schön mit dir hier. Oder ist schön. Hört euch das an, Leute. Endlich bekomme ich mal die Anerkennung hier. Ausstreuen. Ja, schön, Hasi. Schön, dich zu sehen. Oh, geil. Hier vorne bei den zwei Ecken. Ich wusste schon, als ich es gesetzt habe, ein Stück zurückgegangen bin, wusste ich, dass das Katastrophe wird. Aber die haben sich ja einen schönen Weg gemacht, die Zombies. Ja. Oh! So, Leute, wir machen gleich auf jeden Fall noch mal einmal eine Horror-Session. Wir werden gleich mal... Ich werde euch das Spiel gleich mal einmal präsentieren, wie ihr es noch nie gesehen habt. Neun Level hast du gemacht. Ich denke, muss man nicht... Ja, ich hab nur 4 Level. Ich muss eh pinkeln. Da muss ich raus, ne? Aber das Gute ist, wenn es so ruckelt mit so vielen Geschützen, deswegen habe ich so überdosiert viele Geschütze gestellt, die treffen halt, ne? Ja, wenigstens etwas. Uff, wie lange war ich nicht mehr hier, der Dude? Das haben heute schon voll viele gesagt. Martin, danke nochmal für 45 Biddies. So, was hast du dir eben freigeschaltet? Entschuldigung, rechts vor links. Was hast du dir eben freigeschaltet, Stormy, für ein Emote? Können wir probieren. Ich kann dies nächstes Mal ausschalten, aber ich habe ja auch schon Horden so gemacht und also für mich hat es keinen Unterschied gemacht, ob mit oder ohne Geschütztürme. Wenn ich hey Marco? Zumindest kein Spürer. Warte. So, jetzt bist du wieder der hässlichste Vogel auf dem Server. Der Bürger hat ihn gefragt, wie lange er geschlafen hat. Ich tue jetzt erstmal eine Zigarette machen hier.
Was? Du tust ja schon eine Zigarette bei dir. Was heißt das denn? Eine Zigarette stopfen, Mann. So. Ich tue jetzt mal den anderen mit zurück eigentlich. Hast du eigentlich heute Nacht geschlafen? Stengi, ne? Nee, hab ich nicht. Also, du hast bis jetzt komplett die 30 Stunden durchgezogen. 31, 26 und ich bin ungefähr 20, 30 Minuten vorher aufgestanden, weil ich verpennt habe. Gott, oh Gott. Ja, Hut ab. Total ne? Beschissen gepennt, weil ich so aufgeregt war, aber dann bin ich doch irgendwann eingeschlafen und war dann wohl voll im Tiefschlaf. Ja. Boah. Ast rein. Ich hab eben die T-Rex-Haut gemacht. Den habe ich selbst beim Kacken gehört. Ich habe gerade gedacht, ihr werdet alle gar nicht auf dem Server. Krass, ne? Die Horde ist auch rum. Ja, aber ich bin alleine auf dem Server. Ist dann rausgeflutscht? auf dem anderen? Nee, ich bin auf wenn ich die Sachen reinmodde, dann probiere ich die jetzt einfach in einem eigenen Spiel vorher aus. Bevor nochmal sowas passiert, dass wir da nicht auf den Server kommen. Warte, ich mach mich nicht kaputt, keine Sorge. Achso, was habt ihr denn reingemoddet? Bäume habe ich gerade reingemacht. Achso. Ich hatte bei mir einen Baum stehen. Mit der Axt konnte ich drauf schlagen, aber der hatte immer null Leben. Der ließ sich nicht wegbauen. Wir haben hier zwei Bäume. Dann muss ich den untergraben. Wir haben hier zwei Bäume, wenn du die anschaust, kriegst du eine Anzeige wie eine Kiste. Baum unberührt. Ja, ja. Wenn ja. du aufmachst, kannst du keine Kiste und gar nichts mehr öffnen bis zum Serverneustart. Ach du Scheiße. Wenn der Baum unberührt ist, dann hat er eher kein Astloch. Stell du, ey. Nein, die machen mich nicht kaputt. Es wird ja jetzt nichts bringen, wenn ich mich hinlege und ich weiß, ich kann eh nicht schlafen. Das macht halt auch keinen Sinn. Nein, das stimmt. Und hast du schon ein bisschen nachgeholfen, oder? Also sowas sagt man doch nicht. Was, mit Kaffee? Energy? Ach so. Bier? Nee. Oh, Speed. Schnee. Sweepeo. Ja, was für Sie denn? Moin, moin. Quizzy Killer. Sweepeo. Ja, ich hab Mario. Zeig uns deinen schönsten Trick. Boah, ich kann überhaupt keine Tricks. Zieh dir mal. Also erstmal Dankeschön. Ein Trick. Was denn für ein Ich Trick? Kann einen. Keine Tricks. Ja, was denn? Zeig eine uns Zigarette mal aus dem Ohr holen. Was? Du willst deinen Hund holen? Was hast du gerade gesagt? Ich hab einen Trick. Ja, was denn? Ja. Gib mir erstmal einen runterholen. Ich hab fertig. Toller Trick. Ja, warte. Ich hol was. Boah, der ganze Zahlen Kugel, Leute viel Geld für. Kugel, ne? Ja, aber ich nicht. Und es ist unglaublich, seitdem ich den Zugang unter die Base gelassen habe, spawnen hier jetzt keine von den Springern mehr. Was habe ich hier noch von gemacht? Der hat bestimmt die neue Droge, Mehl. Das muss eine neue Droge sein, weil das jetzt mehr Watt bekommt, ja. Ist hier überall ausverkauft. Ja, das nehmen die zum Strecken. Ja, ich glaube auch. Nee, das ist Fertigbackpulver. Diese Fertigkuchen da. Da gibt's auch diesen Puderzucker. Kommt halt drauf an. Also du merkst an deinem Schiff, mit was das gestreckt worden ist. Ja, Edelweiß, genau. Ja, da hab ich gehört. Womit das gestreckt ist. Hab ich auch gehört. Lol. Edelweiß ist immer noch besser als Milchpulver. Ja, ihr Halunken. Kommt drauf an. Auf dem Milchpulver. Ich meine, gut, es sollte ja sowieso... Dünnschuss. Ja. Und das gibt man Babys, hab ich gehört. Ein bisschen runtergestreckt sollte es ja nun mal schon mal sein, sonst ist er auch zu krass. Aber verstreckt sollte es auch nicht sein. Hier, Acker oder sowas ist super. Was ist bei Acker? Die haben schon mal Acker. Ja, wenn du dich pennen kannst, okay, weil wenn du defekt bist, schaue ich dann so einen coolen Stream. Wir haben noch ein paar Videos auf YouTube. Ja, in Erinnerung. So, jetzt kommt mein Trick. Oh, jetzt kommt mein Trick. Es kommt mein Trick. Dein Trick. Mein Trick. Jetzt mach. Weil ich bin nämlich ein Pirat. Und ja, du bist auch ein Pirat. Und deswegen habe ich natürlich einen Papagei. Hauseigenen Papagei. Nein, Mamagei. Alles gut? Alles gut? Ich frag dich. Ach, ist noch nicht so. Ja, könnte ich von einer Stunde.
Ach krass, du hast auch so einen Papagei. Ein Kumpel hat so einen, der hat mich auf einer Goa 3 oder 4 Stunden habe ich mich mit dem Papagei beschäftigt. Das ist kein Papagei. Papagei am nächsten Tag. Boah, mein Arschloch hat so gebrannt. Das ist doch ein verkleideter Pinguin. Das ist willst der verkleideter Pinguin. Den hast du doch angemalt. Hab ich nicht. Ach, hör doch auf. Ich hab nur schwarzen Edding da. Ja, weil der gelbe und der blaue und der grüne ist alle. Ja, stimmt. Nein, du halt die Klappe. Ach komm. Der ist voll krank. Aileen hört ihr nicht, ne? Ich glaube, ich fahre lieber nach Hause, ey, so viele Munition. Also Aileen, wenn Aileen redet, die kann sie direkt angucken und schreien und der reagiert nicht drauf. Mhm. Dann habe ich mir noch ein Nudelholz gekauft. Extra für die Frau. Cipeo, kennst du die Elka, die Streamerin? Die ist auch ganz oft hier. Die bedroht mich immer mit dem Nudelholz. Das ist doch kein Nudelholz. Die bedroht mich immer mit dem Nudelholz. Jetzt fährt hier einer lang und zieht die Zombies hier hin. Was ist denn? Also ganz schön frech. Ja, bitte auch mal. Immer diese Stream-Sniper. Was ist denn hier los? Ist denn die Hölle los? Ja, toll. Wer ist das? Pass ein bisschen auf den Zerstörten und nicht ohne Schalldämpfer schießen, ne? Ja, sehr witzig. Ich meine das ernst. Ja, da lacht jetzt schon wieder. Da lacht er wieder. Ich glaube, ich komme zu euch in die Richtung. Hat er wenigstens seine Cam an. Also so ein Lachflash habe ich bei ihm gemacht. Ist eigentlich Stengi heute schon gestorben? Da? Ich will auch seine Perücke. Meine war scheiße. Ich weiß gar nicht, warum ich, also ich habe echt Glück gehabt, ich wäre 2-mal eigentlich fast draufgegangen, aber ich habe es irgendwie geschafft, mit ganz wenig FPS und ganz wenig Leben zu überleben. Was? Alle Umstände sind gestorben. Ja, wahrscheinlich. Ja, bei mir darfst du keine Mission machen, der ist fast sicher, dass du stirbst. Ja, aber gut, Marco, wenn der da auch einfach reinspringt in diese Hütte da. Ja. Punkt. Ja. Ja. Einfach jetzt alles mal auf Marco schieben. Mein ganzen Ballast. Dankeschön. Nee, kennst du dich? Ja, die immer wenn ich Aileen ärgere, die fängt glaube ich um 9 Uhr selber an zu streamen und die ist halt immer vorher da. Und wenn ich Aileen ärgere, ne, dann hat sie so ein Nudelholz-Emote. Mia und René KZ. Und sagt, ich soll aufpassen. Und dann habe ich gedacht, wisst ihr, was voll cool wäre, wenn ich Aileen ein Nudelholz kaufe und ich sie ärgere und sie das dann benutzt. Jetzt war aber das Problem leider, dass Aileen ja krank war und voll lange geschlafen hat und sie dann schon weg war. 15 Euro. 15 Euro, dieser Witz. Zu sehen, ne? Dankeschön, Martin, dankeschön. Und dann buddel ich mich denn hin zum Mittelpunkt der Erde und zurück. Boah. Fahndung. Ganz schön hügelig hier, du. Guckst du gerade schon an, wie du streamst mit deinem Oberkörper oder was? Ganz schön hügelig. Das wäre bergisch. Bergisch. Bergisches Mädchen, ich komme aus dem Bergischen. Ach, echt? Bist du echt ein Gladbach-Fan? Nein. Ich bin gar kein Fan. Ich hatte mal eine Freundin im Winterberg. Ich hasse Fußball. Im Oberberg? Echt? Winterberg. Ach, im Winterberg. Nee, ich bin im Oberberg, Groß-Ibon. Du Bontour, danke schön für 5 Subs. Es hört nicht auf. Ja. Wow. Belgisches Land, genau. In der Nähe von Gummersbach, falls euch das was sagt. Mhm. Gummersbach habe ich schon mal gehört. Gummersbacher Dreieck. Sagt mir was. Wegen Stau. Dupantur, vielen lieben Dank. Wie geht es dir? Gummersbach. Gummersbach, da bin ich groß geworden in der Ecke. Naja, so groß bist du ja nicht geworden. Ah ja, 1,65 reichen für eine Frau. Deswegen sind Mädels auch schon so frühreif und so, weil die nämlich gar nicht
Die wachsen ja auch gar nicht so lange. Außerdem bin ich mit 14 schon fast vorne übergekippt, weil meine Hupen so groß waren. Oh Mann. Das kommt nur alles auf die Menge der Fruchtzweige an. Ja, davon hatte ich viele. Und Kindercola. Kindercola, ja. Ja, aus dem Aldi damals. Kindercola. Ja, hast ja aufgemacht. Ne? Kindercola aufgemacht. Ne? Einmal was ins Glas reingekippt, aufgetrunken, direkt wieder was reingekippt, Kohlensäure weg. Kohlensäure weg, ja, stimmt. Stimmt. Ich glaube, die haben das echt so gemacht, dass nur, weißt du, oben, wenn du die Flasche aufmachst, dann zischt es. Und dir ja, kommt du musst es direkt aus der Flasche trinken. Ja, also fünf Dinger sind dir ins Gesicht gesprudelt, damit du denkst, da ist Kohlensäure. Weißt du, so wie die das auf Partys machen, auf Kirmes oder so. Dass die, dass die Getränke oder die Gläser auf den Tisch stehen. Auf dem Handtuch stehen, was Alkoholgetränk ist, damit es halt nach Alkohol riecht, aber die tun da kaum was rein. Ja, ja. Ne, machen die ja. So angehaucht. Ja, angehaucht, ne? Aber es riecht voll nach Alkohol. Boah, ist der stark. Da ist gar nichts drin. Gar nichts drin. Cola pur. Ja, ist so. Ist so. Hast du 2000 Euro ausgegeben, um besoffen zu werden. Und dann knallt es richtig und dann machst du wieder von anderen Leuten Autos kaputt oder so. Und ja, was man halt so macht. Was man halt prügelt so. Sich, prügelt sich, so? Bumst alles weg. Da bist Autoscooter wohl eher du, fahren. Von dem du da redest. Rückwärts die ganze Zeit Autoscooter fahren. Oh Gott, was ja, Autoscooter-Zeit. Mm, I love it. Ja, Vorsaufen immer. Freitags mit Vorsaufen, Anfang Samstags dann los. Ja, bist dann auch immer Samstags auf. Stecker Gaming geht gar nicht mehr schlafen. Ey, noch 10-mal schlafen, dann ist Weihnachten. Ja, ein grüner Punkt, du weißt es, ne? Zu halt so machen, die Lohne und Denklager. Mhm. Guck mal, warum ich so wenig Platz hier überall habe, weil hier alles irgendwie doppelt einfach geteilt liegt. Mann, wo ist mein Auto eigentlich? Ey Mann, wo ist mein Auto? Was man so macht, Autos zerstören. Ja, ey, das war ganz schön teuer. Das war ja, teuer. Der Rusty, der kann nicht abwarten hier. Wir haben damals auch Schrottautos auf dem Parkplatz, also diese niedergelassenen Wracks von Autos. Irgendwann mal angezündet. Wieso? Du bist gerade voll leise. Redest du vielleicht nicht in dein Mikrofon rein, Marie? Nee, ja, die ist voll laut. Ich rede mit meinem Hinterkopf zu euch. Ach so. Ah. Weil ich so Bock drauf hatte. Also irgendwie ganz normal. Oder hast du vielleicht dein Headset einfach abgesetzt und woanders hingelegt? Ja, ich nicht. Ja, 14.000 D-Mark damals bezahlt für den Scheiß mit Auto kaputt machen. Und das war ich nicht mal, das ist viel schlimmer. Mein Erzeuger hatte selber einen Schrottplatz. Ich brauchte nichts bezahlen. Ich habe irgendwo einen netten Schnipsel aus der Zeitschrift. Schniepi. Mhm. Wie war der Rekord nochmal, wo du am längsten gestreamt hast? 53 Stunden. Zweimal. Also einmal habe ich mit dem Rage Quit aufgehört, weil der 7-Day-Server kaputt war, auf einmal sich nicht mehr starten ließ und alle Leute, die da waren und mitgespielt haben und so mich so abgefuckt haben, dass ich einfach den Stream ausgemacht habe. Unmöglich. Die wollten mir alle helfen. Ich habe gesagt, Leute, ihr braucht mir jetzt nicht helfen. Schreibt mich jetzt nicht mit 15 Leuten an und dann kommen auch noch Leute neu wieder in den Stream, die sagen, ja, mach doch mal das und das. Ich sage, das habe ich doch gerade schon gemacht. Ja, und dann, okay, dann bin ich rausgegangen, um mit jemandem zu sprechen und dann versuchen die mich alle anzurufen über Discord und schreiben mir Nachrichten, jeder einzelne. Ernsthaft? Ja. Ich war so genervt, da war ich richtig genervt, da habe ich einfach den Stream ausgemacht. Ne? Und da war ich das auch noch selber tatsächlich der Schuld war, warum er nicht gestartet ist. Denn ich bin ja ein Monk. Ich bin ja ein Monk und der Server hieß irgendwie Stengert Gaming, Doppelpunkt, bla bla bla. Irgendein cooler Name halt. So, bla, bla. Und der Speicherstand war aber Stengert Gaming Bindestrich, bla bla bla. Das hat mich gestört. Und als ich den Server neu gestartet habe, habe ich das halt geändert. Und dann hat er die Speicherdatei nicht mehr gefunden. Und ich komme ja auch nicht auf die Idee, ne, als der Server sich nicht mehr starten ließ, das ist ja das Einzige, was ich gemacht habe, dass es vielleicht dann, dass das die Ursache sein könnte. Na klar. Super. Oh Gott, ey. Da hätte ich ohne Scheiße. Ich habe liebsten auf mein Fahrrad gestiegen und wäre durch Deutschland gefahren und hat erstmal ein paar Backpfeifen verteilt. Also ich bin gegen Gewalt, ne? Aber ne, wenn ich sage, ihr braucht mich jetzt nicht anschreiben, ich kläre das jetzt mit jemandem oder bin mit jemandem im Discord, ey, da rufen alle an. Ich meine, die meinen das dann nur gut. Nur gut, weil die auch alle spielen wollen. Ein paar Backpfeifen über. Ja, kann jemand nachvollziehen. Ja, ne? Und dann geh doch dran, bitte eben. Nimm doch eben. Ah, wieso gehst du jetzt nicht dran? Ja, weil ich mit jemandem anderen im Gespräch bin, Mann.
Mann, ey, das war eigentlich so schön. Ich weiß doch, dass Mine gesagt hat, boah, es ist 3:30 Uhr und wir haben 60 Zuschauer. Ey, geil. Boah. Boah. Und dann sagt die irgendeiner, ich soll den Server neu starten und ich mach die Kacke auch noch und sieht gar nichts mehr. Mm. Oh. Na, wenn ich also, sage, ihr sollt mich nicht anrufen, dann solltet ihr mich nicht anrufen. Dann muss ich jetzt nochmal... nochmal 53 Stunden machen. Wieso? Dann hättest du fast so viel wie ich. Mm. Hör was auf. Jetzt? Du hast doch keine 100-Stunden-Stream gemacht. Ich habe 168-Stunden-Stream gemacht. Also ich, 168? Das letzte, was... Eine du Woche. Du willst mich doch verarschen. Wo ja. nicht denn? Also das längste, was ich wach war, war auch, ich glaube, 6 Tage. Aber nicht irgendwie zocken oder so. Mhm. Das willst du dann gegen Ende auch nicht mehr streamen. Und dann hat mir meine Freundin gesagt, also nicht meine Freundin, mit der ich geschafft habe, sondern eine gute Freundin, die halt Krankenschwester ist und so, die hat mich dann darauf hingewiesen, ich sollte aufpassen wegen Organversagen. Mhm. Und dann habe ich Panik gekriegt, weil mir überhaupt gar nicht bewusst war, wie lange ich überhaupt schon wach war. Mhm. Boah. Siehst du aber auch ganz schön faszinierende Dinge auf einmal. Ja, das ist schon geil. Und wie gelb dann alles ist. Aber hey, Organversagen... Ich muss die ganze Bude putzen. Organversagen, weil du so lange wach bist oder weil du nachgeholfen hast? Ja, du bist ja so lange wach, weil du... Ach so, das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, der Körper kommt damit einfach nicht klar. Also was jetzt da das auslöst, das weiß ich nicht. Aber da wird es auf jeden Fall gefährlich. Ich meine, du kannst ruhig 2-3 Tage wach bleiben, weil der Körper holt sich den Schlaf eh nach. Also das ist eigentlich gar nicht schlimm. Geh noch 3-4 Tage. Kommt halt drauf an, was du in der Zeit machst. Wenn du die ganze Zeit am Tanzen abgehen und am Saufen noch bist, und dann ist es natürlich nicht so geil, aber wenn du auch zwischendurch Ruhephasen gönnst, ne? Und dann geht das auf jeden Fall. Demonstrieren gehen. Zu dir nehmen. Aber da weiß ich echt nicht, was man davon hat, ehrlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Echt so auf 3 Tage ohne nachzuhelfen. Oder auch 4-mal. Ich finde das geil. Ja, ich mag das, wenn ich so müde bin, dass jeder Zug eine Zigarette so einen kleinen Kreislauf gibt und mich so ein bisschen rammdösig macht. Boah, ne. Das ist persönlich voll geil. Zum Beispiel heute waren ja hier Timo. Oh Mann, du scheiß Geier, Mann. Oh fuck. Ich habe meine Schürfwunde zugezogen. Ich dass ich damals auch mit Timo oder so da wäre. Oder Janea, wo wir auch das ganze Wochenende durchgezockt haben, ohne was zu machen. Also die sind eh clean. Mhm. Schickt der Banana, dankeschön. Also Zombie hat verschenkt. Ja, bei mir war es eine Geburtstagswoche. Ein Spiel. Ah, deine Geburtstagswoche war das. Aha. Und da habe ich halt angefangen mit irgendwie einem Recap des Jahres davor. Und dann kamen wir irgendwann drauf, von wegen in Hamburg hast du immer eine Woche Geburtstag. Ich bin ja nur Immigrant, aber ja, so ein paar Sachen nimmt man ja dann an aus der fremden Kultur. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann dauert der Geburtstagsstream halt auch eine Woche. Hat er jetzt irgendwie aus reiner Streamer-Perspektive was gebracht? Je Dollar, je Dollar, ne, würde ich sagen. So, der erste Punkt für mich mit dem Stream ist halt, ich mache hier irgendwas am Rechner. Andere gucken mir dabei zu oder machen mit. Und das haben wir dann halt gemacht. Also man quatscht, man spielt zusammen, hab dann auch querbeet gespielt und das haben wir halt zusammen gemacht. Dann kam irgendwann, das ist so, wenn Leute morgens zur Arbeit gehen, vielleicht, oder ne? Also gucken dann morgens kurz zu, kommen dann irgendwann nachmittags, abends wieder und du streamst immer noch. Dann kommen halt diese üblichen Sprüche. Dann werden Leute wieder wach und du streamst halt immer noch. Ja. Das ist total witzig. Also wenn du das so über ein paar Tage machst, dann gucken die auch nirgendwo anders mal rein. Weil sie immer wiederkommen, um zu gucken, ist er jetzt immer noch wach? Ist er noch da? Was macht denn der da jetzt? Ja. Wenn der schon 3 Tage was gemacht hat, was macht er denn jetzt?
Die ist dann doch so. Der Name von der Sam Days-Hüberin, die ein bisschen vulgärer immer war, die Neotrona oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Weißt du schon einer? Von vor 2 Jahren? Die war relativ, also die war kurz da und hatte auch echt in kurzer Zeit viele, viele Zuschauer. Und dann sind die umgezogen, hat aber kein Internet mehr. So, ihr Lieben, ich bin erstmal raus. Jo, tschüss, Marco, lecker. Hau rein, Marco. Neotrona oder so, ja, ich habe keine Ahnung. Und die hat halt reingeguckt am Anfang und dann so nach 3 Tagen, bei den 53 Schlüssel, sie so, sag mal, hast du immer noch die gleichen Klamotten an? Ja, klar, natürlich. Rettani, du hast ganz schön lange geschlafen. Nein, ich sag mal, 2-3 Tage schlafen. Was wichtig ist halt essen. Trinken meine ich, trinken. Ah, warte mal, erstmal. Ich mag dieses Verklatschern ja total. Ich liebe das Gefühl einfach. Herr Andi. Ob das jetzt gesund ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Wenn du jeden Tag oder jeden Abend säufst oder jedes Wochenende oder so, ist bestimmt auch nicht gesund. Nee, definitiv nicht. Sicher nicht. Paulus, was geht ab? Was geht ab, fragt er hier. Warte. Ja. Edding schon mal nicht. Schwarzer Edding schon mal nicht. Panda, mach es gut. Ja, du hast sehr lange geschlafen. Danke nochmal, Panda. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, ich bin drauf und komm nicht runter. Also das Krasse ist ja, wenn du halt wirklich 3 Tage oder 4 Tage unterwegs bist und hier After Hour hast und da... Ja, da kommen dann, du hast dann ja unterschiedliche Leute unter Umständen da und für dich ist das ja alles ein Tag. Du kannst das ja gar nicht mehr auseinanderhalten, was wohl gewesen ist. Mhm. Ja, für dich, hä, wir waren doch alle zusammen. Nee, wir waren freitags da. Hä, und ihr ja sonntags oder keine Ahnung. Was haben wir jetzt? Na, einen Monat später. Ich hab mal, also in 90er, ne? Wir reden über die 90er. Und was ist einmal Weiberfastnacht? Weiberfastnacht ist der Beginn vom Karneval in Köln. Ja, genau. Und den Abend vorher waren wir irgendwo in der Südstadt auf einer Party, haben ein paar Leute kennengelernt, also einen DJ getroffen, den ich kannte, der hat dann aufgelegt und dann sind wir nach dem, den kennt ihr auch, aber ich sag den Namen nicht, wir... Bringt uns das richtig viel, Tim. Jetzt überlege ich, wen ich kenne. Wen kenne ich denn? Hm. Weil sonst kann ich ja die Geschichte nicht erzählen. Und dann sind wir mit dem mit auf eine andere Party und dann begann, das war dann schon, weil wir fast nach morgen. Und ich gehe eigentlich gern zum Karneval, so mit Verkleiden und allem. Du bist doch immer verkleidet. Und dann sind wir zu ihm nach Hause. Und haben so Afterhour gemacht mit dem Mädel, das unter ihm wohnte. Und dann waren wir eine Woche unterwegs. Und das war echt wie ein Tag. Er hat After gesungen. Ey, nice. Ja, das fühlt sich dann ja auch so an. Das fühlt sich dann ja auch das so war an. Echt, das war echt wie ein Tag. Moin, nice. Also ich hatte das damals auch, wo ich so lange halt war, die 6 Tage. Das war halt wirklich, da war alles möglich. Der 1. Mai war dann irgendein Geburtstag. Also alles kam irgendwie zusammen und ich wollte mich immer zwischendurch hinlegen. Und dann ging es aber irgendwie schon irgendwie wieder weiter und ich konnte nicht schlafen. Und mir war das halt selber gar nicht bewusst. Meine Freundin hat mich dann, also die, ich habe nicht mit der geschlafen. Gott, wie oft soll ich das denn noch sagen? Wir wissen, die habe ich dann darauf hingewiesen. Dass du es dir sehr, sehr gewünscht hättest. Wissen wir. Ja, das auch. Wissen wir. Und ich habe das wirklich so, da war bei mir sogar After Hour. Das war nach 1. Mai, da haben sie, glaube ich, ein neues Call of Duty sogar da vorgestellt. Also müsste man ja das Jahr sogar rauskriegen. Aber da habe ich dann Panik gekriegt. Das Ding ist, es bringt ja auch nichts, sich hinzulegen, wenn du eh nicht schlafen kannst. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist genauso, wenn ich so im Bett liege und ich kann nicht pennen wegen Gedanken oder so. Es bringt einfach gar nichts. Dann steh auf und mach irgendwas Produktives. Poppen für eine Stunde lohnt sich nicht. Poppen für eine Stunde? Zocken. Achso, ich hab Poppen verstanden. Ich wollte gerade sagen, ja. Alter Schwede. Das war mir schon klar. Ich hab Poppen verstanden. Hat sie auch gemeint. Und eigentlich meinte ich. Ich habe überhaupt
nichts davon erzählt, oder? Ich habe gar nicht. Elmo schreibt gerade, aber ich ergänze den Satz. Ich habe so lange gefeiert, sogar Weihnachten fiel auf den 1. Mai. Noch 5-mal schlafen, dann ist Weihnachten. Und wie lief die Horde bei euch? Ruckelig. Ja, ruckelig. Also sie lief nicht. Wer hält denn eine Stunde durch? Ja. Naja, habt ihr alle zusammen gemacht, oder? Kurz nach 2 waren alle Zombies kaputt. Ich glaube, die hatten selber kurz nach 3. Oh nein, also, was hier denn? Wo habt ihr Horde gemacht? Bei Vom Server hier bei Stängi. Sag bloß. Heute haben wir uns hier getroffen. Ja, ich hab die Base ein bisschen breiter gebaut für mehr Leute. Immer diese Leute, die Clowns in den Kaffee reintunken, weißt du? Statt genau, Tim. Oh, apropos. Apropos. Das ist schon Feierabend, Tim. Ja. Nee, ich wollte gleich weitermachen, aber ich wollte einen Kaffee machen. Ja, ich glaube, machen wir gleich auch einen Kaffee. Ja, ich muss auch einen Kaffee. Ja, alle Kaffee machen. Ihr habt das doch angesprochen mit der Solarzelle reinbauen. Ja, mach das mal. Und die soll ja teuer werden. Aber ich weiß nicht, wie sich diese Preise berechnen. Also Ressourcen wahrscheinlich. Die muss günstig werden. Nein, warte, nein, das machen wir nicht. Nein, wir machen keine Solarzellen günstiger oder sonst irgendwas. Wir machen Missionen dann. Ich brauche die auch. Ich brauche sogar die Sechser. Ey, ich habe heute umgebettelt, dass irgendwer mit mir hier Ramazama macht und Questen geht. Was geht? Oh. Fasten? Questen. Ach so. Ja, du musst ein bisschen das mit mehr Nachdruck machen. Marie, du bist noch in der Nähe. Komm nochmal zurück an die Hordenbase und zerstörten wir eine Marke. Bei den Bäumen, egal welcher Baum, kostet 500 Holz. Ist das okay? Ja, alle Leute, die gleich in die Küche gehen, um sich Kaffee zu machen, hörst du dann nur noch im Hintergrund klack, 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 klack. Was kostet 500 Holz? Ein Baum. Ein Baum. Ja. Klingt komisch, ist aber so. Was? Und danach kannst du wieder abholzen und hast aber weniger. Ja, das soll ja kein selbstertragendes Ding sein. Darum geht's ja. Das wäre ja Haare. Ich war lange weg. Also generell haben wir das so gemacht, White Gandalfs hatte das auch so geguckt, dass er bei Sachen hingeht und die auseinandernimmt, um zu gucken, was drin ist. Aber auch, um dann zu entscheiden von wegen, ich nehme das Doppelte von dem, was da rauskommt. Könnte mal schauen, es gibt nämlich einen Server, der hat diese Funktion drin. Da hatte ich nämlich auch die Idee, dass 5er Solarzellen herzustellen sind. Ich könnte ja mal reinschauen und gucken, was die da so für Ressourcen dafür nehmen. Hier, Dommel, da ist Dosendieter. Also ich würde sagen, gerne, wir machen das rein und machen das doppelt so teuer als wie beim Händler und dann machen wir eine Mission. Oh wow. Also dann hätte ich auch gern bitte echt ernsthaft einen Atomwerk. Ey, warte mal, ich glaube, du verwechselst was. Wenn ich beim Händler was doppelt so teuer mache, gehen alle 5er Solarzellen verkaufen. Du meinst eher, die Herstellungsproduktion sollte teurer sein, oder? Ja, genau. Naja, also wenn ich die für statt für 30.000, für 60.000 beim Händler verkaufen kann, das ist ja dann scheiße. Nee, du sollst Hersteller redet ihr. Nee, ich dachte jetzt, wir machen das mit dem Automaten. Das mit dem Verkauf, das kann ja auch irgendwie wegbleiben. Also man kann ja auch hier ist eine Sumpfpflanze sperren lassen, die man nicht verkaufen kann bei den normalen Tradern. Sag mir das doch einfach nicht. Mach das einfach mit den 5er Solarzellen, ich krieg's da nicht mit und gut ist. Aber ihr müsst euch anstrengen. Aber jetzt bist du beleidigt. Marie, magst du da mal gucken? Dann bin ich beleidigt. Übernehme ich dir das gern. Wort mit S sagen? Das Wort mit S? Wort mit S? Stengert? Nee. Das, was du nicht hören möchtest. Was du hast. Was? Nein, salty. Salty, ja, genau. Stimmt, du bist heute richtig salty. Ja, weil salty ist für mich... Weißt ich gehe mir mal kurz einen Kaffee holen, ne? Ja, ja, klack, klack, klack. Salz auf unserer Haut kennt ist halt, heißt für mich, Liebe jetzt nicht unbedingt, aber Sex. Salty. Salty, du bist voll salty. Wir sind ja... Salty wieder auf Sex. Liebes Salty heißt eigentlich nur du. Arbeit. Ja, du sollst eigentlich nur Salty wie bitterer Geschmack vom Salz. Deswegen bist du bitter und verbittert. Nur deswegen. Ja. Wen hat es denn heute noch erwischt? Also gestern war das ja jetzt. Das muss ich mal überlegen. Irgendjemand. Ja, nicht mit Salty, aber da habe ich auch wieder ordentlich
ordentlich ausgeteilt. Und dann habe ich das gemerkt. Ich habe gesagt, was ist denn los mit mir? Ich merke es nicht mehr selber. Das ist noch nie mehr. War das doch gewesen, oder? Ja, ich weiß nicht mehr, was es war. Wir gucken ja nach dem Sabaton, gucken wir uns ja direkt danach nochmal alle zusammen den Sabaton an und dann können wir da halt auch drüber sprechen, was halt alles so passiert ist und so. Eskalation nochmal hervorragend. Das wird dann doppelt so lang dauern wie der eigentliche Sabaton, weil wir die ganze Zeit pausieren müssen und analysieren. Ja, analysieren und ich spiele das auch nur auf halber Geschwindigkeit ab. Nee, wir müssen da auf 1,5 mal machen. Und Leute, wartet, wieso unterbrecht ihr mich eigentlich immer? Die Leute wollen nicht, dass ich rede. Richtig. Heftig. Wie unterbricht dich denn? Dankeschön. Die Leute Dankeschön. Wollen Musik hören. Na los, wir warten jetzt. Ja, wegen der Minigames war ja mit Nicer. Nein, wir müssen das Video dann mal 1,5 tatsächlich abspielen, weil wenn wir über Tim, wie heißt das jetzt noch? Kannst du vorspulen. Religion? Ja, hier Spaghetti-Monster. Ne, dann müssen wir auf 1,5 stellen, weil dann weiß ich nämlich, wie dieses mit Tim am Ende seines Satzes angekommen ist, wie er angefangen hat vielleicht. Diese Funktion ist auch gar nicht schlecht. Ich war einmal auf Klo und ich habe von allen Mods und Nicer Sprachnachricht abhören können, obwohl ich nur pinkeln war, weil ich einfach alles auf mal 2 gestellt habe. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Nächste. Ja, was denkst du? Es gibt viele, die wissen noch nicht mal, dass man WhatsApp ans Ohr halten kann, um die Sprachnachricht anzuhören. Ja, ich weiß es zwar, aber ich habe noch nie nachgeschaut. Okay, ernsthaft? Ja, ich wusste das jetzt auch nicht. Wirklich jetzt? Ja, wirklich. Du kannst auf Play drücken und das Ding ans Ohr nehmen. Du hast dann im Ohr die Sprachnachricht. Ja, aber ist das eigentlich genauso laut? Das ist genauso laut. Nee, das hört dann nur du. Nur du hörst das. Und nicht jeder in deinem Raum. Oh Mann, ey. Und ich warte über 100.000 Jahre, bis ich mir die Sprachnachricht anhöre, damit ich mir sicher bin, damit das keiner mitkriegt. Nee, auf Play drücken und direkt ans Ohr gehen. Und schon geht die Sprachnachricht über die Ohrmuschel oben raus. Wie wäre denn das, wenn ich durch Edeka laufe und ich höre mir eine Sprachnachricht von dir an und sagst, Mann, du warst heute so heute und ne, ich wollte es doch nur gut mit dir und ne, und alle Leute gucken, hä, was ist da denn wieder los? Das kann ausgehen, wenn man sich in einer Ecke versteckt im Einkaufsladen oder so, um eine Nachricht abzuhören. Das ist sowas wie früher Anrufbeantworter, ne? Sprachnachricht? Nee. Naja, nee. Du kannst es halt. Du bist halt in der SMS, nur gesprochen. Sprechen, abschicken. Also ich mache ganz, ganz viel Sprachnachrichten und ich mache auch ganz oft Podcasts ab 5 Minuten, weil ich so viel zu erzählen habe, dass ich nicht die Zeit finde, das zu schreiben und ordentlich in Worte zu fassen. Und ich mache auch immer richtig lange Denkpausen. Also wenn du meine Denkpause und ne, mal abrechnest von meinen Sprachnachrichten, bleibt gar nicht mehr viel übrig. Hast du jetzt gerade echt mit SMS-Nachrichten. Und dann muss ich ja immer noch rumjauen zwischendurch. Ja, dann immer renne ich durchs Haus. Ich bin ja immer dann wie so ein aufgescheuchtes Huhn, wenn ich Sprachnachrichten aufnehme. Ich kann ja nicht sitzen. Ich renne die ganze Zeit durchs Haus. Und deine Luft holen darfst du nicht vergessen, weil du außer Atem bist Luft vom Rumlaufen. Ja, besonders wenn ich dann die Treppe hochgehe, aus Versehen, und dann oben merke, scheiße. Und ich muss aber dann weitergeben, weil ich sonst Angst habe, das zu vergessen, was ich sagen will. Wir wissen nicht, was Stengi gerade sagen wollte. Aber ich wollte eben sagen, dass ich den Stream neu starte kurz, den Titel ändere und dann geht das hier weiter auf Stengis Server.